your tippy toes, gripping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees, but you don't say thank you, oh please. I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. You're a tough guy, like a really rough guy. Just can't get enough guy, just a waste of puff guy. I'm the bad side, make your mama sad side. Make a good from that side, might seduce your dad side. I'm the bad guy. Ja, hallo armseliges Österreich, es ist mal wieder soweit, der Roman ist an der Kamera, ich bin selbstverliebt und natürlich mit ganz, ganz, ganz viel Liebe an der selbstverliebten Klappe. Wir haben heute Sonntag, den 22. Oktober, das heißt ein Tag, nachdem der Roman ein sehr aufwendiges und zugegebenerweise ein bisschen langatmiges Video über Facebook, die Fakten, den Checker und ähnliches gemacht hat. Danke an alle, die es geschaut haben. Und ja, wir könnten jetzt einen gemütlichen Fahnderl im Kreisspaziergang starten. Es ist jetzt 13.30 Uhr. Ich habe allerdings beschlossen, wir nehmen den heutigen Tag zum Anlass, weil ja Oktober ist, verbrennen während quasi da fossile Brennstoffe seit, also seit 40 Jahren ausgehen, wir uns mitten im Klimawandel befinden. Und auf der Welt Bombenstimmung herrscht, was übrigens fürs Klima ein Wahnsinn ist. Einmal mehr auf eine alternative Veranstaltung. Das heißt, wir werden jetzt ein bisschen fossile Brennstoffe verfahren. Und der Roman wird wieder einsteigen, wenn es was Neues gibt. Weil wir haben es ein bisschen eilig, weil ich habe wie immer Verdunklung auf und Schlafmangel. Und ja, wir wollen ja heute vielleicht den Faktencheckern und Ähnlichem ein bisschen auf die Füßchen treten. Und ja, der Roman steigt wieder ein, wenn es was Spannendes gibt. Fahnderl im Kreis tragen nicht. Auch dazu wird der Roman demnächst ein langes und aufwendiges Video ins Netz stellen. Bei mir bimmelt schon wieder. Entschuldigung. Ja. Gut. So, sorry für die Unterbrechung. Der Roman heute einfach weiter drauf. Man darf auch mal sehen, dass mein Telefon läutet. Ihr wisst das Böse mit der... Ach ja, schaut euch Romans Videos an, dann wisst ihr, um was es geht. Muss ja nicht immer alles erklären. In dem Sinne hätte ich gesagt, bin ich raus mit böser 13. Dazu gibt es auch ein Video. Und ja, wie gesagt, der Roman wird ein lustiges Video demnächst online stellen, warum wir nicht Fähnchen im Kreis tragen und warum wir nicht mit ganz viel Liebe jetzt einen Sonntagsspaziergang machen, sondern warum wir als Bad Boys, wie gesagt, mit 13 und so, jetzt ein bisschen fossile Brennstoffe verfahren und ganz komische Sachen. Mit einem weniger, weil der hat sich gerade abgesagt. Da sind wir vielleicht wieder in der Gesundheitswelle. Ihr wisst ja, es ist gerade schwierig. Dazu kommen wir dann auch später. Nein, ich kann es eigentlich gleich verraten. Ich habe letzthin beim Einkaufen, beim Zeitungsstand die TZ.de Printmedium Zeitung bewundert. Mit der Schlagzeile, also Virenchaos in München, beziehungsweise stellvertretend in Deutschland, weil ihr wisst, was in Bayern passiert, passiert dann im restlichen Deutschland auch. Da kann jetzt auch ein Faktenchecker mal gucken, ob das so stimmt. Ich stöße einfach einmal so in den Raum. Und ja, da steht jedenfalls also Virenchaos, Corona, Grippe und Co. Und ein Top-Infektiologe oder Immunologe hat jetzt quasi gesagt, Masken bis Ostern. Also in dem Sinne bin ich raus. Wisst ihr? Genau. Inzwischen am Ziel angekommen, werden gleich mit Freunden von uns zusammenstoßen, stehen vorm Messezentrum Salzburg. Ihr wisst, einstmals Teststraße, einstmals Impfzentrum und immer mit einem überteuerten Parkplatz. Und deswegen haben wir jetzt einen kleinen Spaziergang hier gemacht, weil wir stehen außerhalb dieses überteuerten Parkplatzes. Und werden jetzt hier die Classic Expo, die seit 3 Tagen in Salzburg gastiert, sprich heute ist der letzte Tag, besuchen und werden uns anschauen, wie ja, gut informiert die
Herren und Frau Oldtimer Fahrer dieser Nation und des benachbarten Hinterlandes Bayern und Co. sind, betreffend dieser C40-Städte und dem Ansinnen, eventuell ab 2030 den privaten Autobesitz bzw. die Nutzung von individuellen Privatfahrzeugen zu verbieten. Laut AFP-Faktenchecker ist diese Aussage der C40-Städte natürlich nur eine Empfehlung und keine Verpflichtung. Aber wir wussten ja auch, es gab ja auch nie eine Maskenpflicht, es gab auch nie einen Lockdown und es gab auch nie eine Impfpflicht. Insofern hätte man gesagt, schauen wir mal, was da wirklich rauskommt. Ich hätte gesagt, einmal mehr lustig Hammers, und ich weiß, das war jetzt ein politisch unkorrekter Witz, aber nachdem wir ja letzthin in meinem Video schon bemerkt haben, dass das österreichische Heer keinen hochkriegt, also keinen Herkulesflieger, weil die nämlich drei davon haben, zwei sind Teileträger für den dritten, der nicht fliegt, und der ist ja Baujahr 1966 und fliegt deswegen nicht. Wir werden hier wahrscheinlich Fahrzeuge sehen, die mindestens genauso alt sind wie zum Beispiel diesen schönen Mercedes da im Hintergrund. Die fliegen zwar auch nicht, aber die sind noch einsatzfähig, und ich hätte mal gesagt, das werden wir uns jetzt anschauen. Nach Deutschland wagen wir uns nämlich im Moment im Oktober nicht mehr, weil da ist nämlich die Polizei, die mit Wasserwerfern gegen ältere Damen, die das Grundrechtsschild hochgehalten haben, jetzt plötzlich nicht mehr imstande, die Pro-Palästina-Kundgebungen des vermeintlichen ins Land geholten Einzelfalles in irgendeiner Form in den Griff zu bekommen. Also, ich erinnere an die Kölner Silvester noch, ich erinnere an Berlin Silvester dieses Jahr. Und inzwischen gibt es einen offiziellen Hilferuf der Polizei in Berlin. Der Roman wird da an passender Stelle den Teletext-Beitrag dazu einlinken. Deswegen sind wir im beschaulichen Salzburg und schauen uns jetzt nett und historisch altes Blech an mit Verbrennungsmotoren, und es ist total schön. In diesem Sinne, rockt over. So, dann sagen wir jetzt noch ein Hallo. Also ich glaube ja, dass dieser Mesche Burschen treffen wird. So. Keine Ahnung. Ja, nicht mich fühlt man eigentlich das schöne historische alte Blech, aber nachdem ich auch drauf bin, sage ich gleich was dazu. Presseakkreditierung per Homepage genannter E-Mail-Adresse hat nicht funktioniert. Das heißt, wir haben Tickets zum vollen Preis bezahlt. Inzwischen kann man sich auch den verbilligten Preisnachlass für Oldtimer-Fahrer nicht mehr leisten. Also es steht schlecht ums Messezentrum. Vielleicht hat man mit der Impf- und Teststraßenaktion doch nicht so viel verdient. Aber egal, wir gehen jetzt einfach einmal Altblech schauen, nachdem wir vollen Obolus abgeleistet haben, 17 Euro pro Person, da ist ja alles gut. Und nachdem ich ja einer mit der bösen 13 bin und ja quasi nicht im christlichen Nächstenliebe, sondern nur mit ganz viel Liebe unterwegs bin am roten Parkett, gehen wir natürlich links rum, weil rechts rum kann jeder. Außerdem können dann keine Wiener Polizisten festhalten, wir haben irgendwas Rechtes getan. Gegen den Strom schwimmen, ne? Das kommt erschwerend dazu. Boah, da gibt's Glitzertotenköpfe. Hoffentlich haben die K13 irgendwo drauf. Howdy, Partners. Elvis schaut wieder um die Schwurblertaschen. Kennst du gleich wieder von der alten Mercedes-Werbung, mein guter Stern? Ne? Ja, dann und sind wir ja fast Verbündete. Ja, ich hatte lange Jahre. Mail kommt irgendwann in den nächsten 4 Wochen. Mach mal. Dankeschön. Ich vermisse Z28310 Parking Only. Roman, ich finde, so ein oranger Porsche würde mit einem Beware Fashion Inmate Schriftzug gleich viel brachialer kommen. Diesen hier meint er. Ihr kennt euch aus, oder? Fluchtfahrzeug.
Tropfen inhaftierte. Hat man dann auch keine Parkprobleme mehr, gell? Ich bin noch schnell 5000 ab, den Rest da weggeschmissen. Ja, steht schon schön da, gell? Nur für 100.000, sage ich halt ganz ehrlich, kaufe ich mir wahrscheinlich auch was anderes als ein Auto, für das du in Salzburg keinen Parkplatz kriegst. Wo die der Sprit bei momentan in den Scheiß auf ist, die die leider am Lock zerkratzen. Also, und die gefragt, ob die die Schriften runterklauen. Aber wie gesagt, aber Matt, es steht eh 99.000 oder bestes Gebot. Ich hätte einmal gesagt, ich fange einmal sportlich mit 400 Euro an. Das ist ja auch gesagt, oder? Und wir bitten dich um 4 Punkte. Ich wollte gerade sagen, dann arbeiten wir uns auch nicht, dann müssen wir uns halt auf ein Limit einigen. Ja, also, nicht, bei 200. Nicht, dass wir sie gegenseitig aufschaukeln. Genau. Was das macht eine Fahrgemeinschaft. Ja, teilen wir sie, ne? Ja, aber, du, Roman, halte fest, ein Bentley ist verkauft. Also es gibt anscheinend noch echte Krisengewinner. Also ich hätte einmal gesagt, es ist vielleicht der Inder, der russisches Gas nach Österreich verkauft hat oder so. Ja, da haben wir diesmal ein bisschen mehr Oldtimers da, als wie bei der letzten Expo, wo wir waren. Die fleißigen Crypto-TV-Zuschauer wissen, welches Video ich meine. Ja, aber da sage ich euch ganz ehrlich, da ist halt eher schon mit dem Wurzelholz und so, theoretisch schon ein bisschen klassisch. Na ja, mit 225.000, gell? Nein, aber ich habe zuerst gerade zu Matt gesagt, ich finde es sehr schön, dass da zumindest von Zeit zu Zeit auch ein altes Auto steht, weil was da hinten die Mercedes G-Klasse, die neuen Porsche und Ferrari jetzt mit Classic-Exports da haben, weiß ich persönlich nicht. Also meines Wissens noch fängt der Youngtimer bei 25 Jahren und der Oldtimer bei 30 Jahren an und ich hätte einmal gesagt, das sind Autos, die haben keine 3 Jahre am Bude. Das ist doch, da sind wir bei Porsche Oldtimer. He? Aber was am Arbeit holt, also wie gesagt, das besteht ja mit Unterdosis. Man muss ja auch dem Volk die Chance geben, dass man noch weiter nörgeln kann. Stell dir vor, wir hätten keine Probleme mehr. Nein, ich glaube einfach, man muss die Halle voll kriegen. Wie gesagt, da sind bunt gemischt, alt und neu da hinten. Schau, da steht ein alter Opel.
Ja, Matt, hupe mal für die Kamera. Und so hell werden die auch nicht gewesen sein. Oh, da schon, ja, da. Die Gaslampen. Die alten Gaslampen. Nachdem ich auch einen alten Opel-Rekord besitze, habe ich mir gedacht, muss man sich das ein bisschen anschauen. 12.900. Ja. Sind wir dabei? 3-4 Jahre dürfen noch fahren, dann wird es eh verboten. Naja, das hat da, weil wir da dabei waren, na, da sind wir bei diesen C40-Städten, das hat ja der AfB-Faktenchecker als Fake News vermeintlich rausgehört, aber es ist wurscht, was ich wirklich spannend finde. Ich finde ja, dass der quasi, ich bin da zuerst von der Seite gegangen und ich habe festgestellt, hinten schaut er richtig toll aus. Fuhren macht er echt dann auf Neuwagen, kann überhaupt nichts. Ja, das muss ich mal zeigen, dass er vorhin auf den Neuen ausschaut, wenn du es schon ansprichst. Ah ja. Da ist schon ein bisschen ein Reh reinspaziert. Ja, der Kühlergrill ist ein bisschen im Arsch, aber der so Lack rein, halt, ja. Rein vom Lack her ist der ja vorhin quasi noch sozusagen, wenn man ihn einmal polieren würde, neu. Hinten schaut er kultig aus. Ne? Und da haben wir dann für den Liebhaber der 1950er und von Corona-Bier und unangepasstem Lifestyle, so sieht eine Rennkarre von der Carrera Panamericana aus. Also mit sowas kann ich mir auch durchaus vorstellen, ein bisschen sportlich, um mal dumm zu fahren. Ne? Ja, Carrera ist halt mehrmals vertreten. Wir haben auch eine Carrera-Spielbahn vorne. Darf man ja bei uns nicht, aber wie gesagt, ein bisschen auf sportlich, mit Sitz, mit Käfig. Das sind die Ölstände, wo du warst, die haben es da außen. Nein, das ist der Notfallschalter, wenn du einen Unfall hast, dass du dann Strom ziehen kannst. Ah. Das ist Batterie aus und dergleichen. Weil wenn du dich zum Beispiel überschlägst, dann läuft ja der Motor, weil er eventuell am Dach landet, deswegen der Käfig, weiter ohne Schmierung und dann kann das eventuell zu Brand und Ähnlichem führen und deswegen macht man da gleich einmal Notausschalter, das ist auch der Grund, warum zum Beispiel Porsche sein Zündschloss auf der linken Seite hat und nicht wie die meisten Fahrzeuge beim rechten, weil man früher beim Motorsport dann bei der Scheibe reingreifen konnte und den Zündschlüssel sozusagen abziehen konnte. Wissen ganz viele Porsche-Fahrer nicht, aber wie gesagt, Unwissenheit ist ein weit verbreitetes Übel. Jedenfalls, also da ist ein Käfig drin, vernünftige Hosenträger, Gurtanlage und Schalensitze, wie gesagt, Nutting und gefahren ist damit ganz offiziell scheinbar ein Österreicher. Also ich vermute mal, das war schon in einem Jahr, wo er ohne Impfung noch raus dürfen hat, aber ja, sage ich ja, da schau, Histelcup Fahrerlager 2019 und ganz wichtig, mit dem Pickerl in der Scheibe kommst vielleicht damit solche Umbauten leichter durchs Leben. Thank you.
Ja, bei dem Auto, da wird ein Elvis seine Frisur nicht mehr so ganz sitzen. Ach, irgendwie hat er mal drei Wettertaft erfunden und was in der Werbung gesagt wird oder generell im Fernsehen, das stimmt ja. Insofern macht er dir mal keine Sorgen. Leder war halt eher dieses durchaus hübsch anzusehende Klassikermodell aus dem Hause BMW. Das sieht alt aus, ist es aber nicht, ist so ein Retro-Bike. Da war halt der Helm schlecht für die Frisur. Man kann ja mit der Flex für ein bisschen Frisurenfreiheit sorgen. Aha. Ein Schwimmmobil. Ja, ein Fibia. So wie es ausschaut. Auch interessant, ne? Kann man sich durchaus überlegen zu kaufen, weil das Land geht ja mehr und mehr baden und da ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man sowas hat. Lustig mit der Lampe oben, Signallampen. Ja, das ist bei stürmischer See, damit man das gesehen wird. Ne? Das erinnert mich immer an das Kabarett vom Mittermeier, wo er da erklärt, bei Transatlantikflügen kriegst du dann dieses Notfallpaket mit dieser Schwimmweste, mit dem Trillerpfeifer, wo du dann sozusagen ein Notsignal absetzen kannst. Das heißt, eine Boeing knallt irgendwo in den Atlantik, ja, raue See, und du treibst dann da und fiep, fiep. Das ist so ähnlich wie mit dem Lamperl da oben drauf. Aber er hat ja vorne auf der Motorhaube auch noch ein Signalhorn, also man hat da damals eigentlich schon viel für die Sicherheit getan. Ne? Man konnte hupen und blinken. Sicherheitsgurte hat er keine. Wenn du da gegen einen Riff auffährst. Wenn ich da lese, Baujahr 1967, gell, da waren die noch gar nicht vorgeschrieben. Außerdem hat er eh die erwähnten Westen drin. Tja, BMW Spider. Der ist halt durch den James Bond berühmt worden. Das ist auch wieder ein klassischer Film. Ich staune immer, wie es Leute gibt, die mit so einem Fahrzeug, also ich besaß ebenfalls einen W123er Mercedes, ja, auch einen 280er. Nur 93.000 Kilometer gefahren sind. Also das Vorteil schön ist, Wetter aus sowas, ne? Naja, der ist aus den späten 70ern bis Anfang 80 gebaut worden, also ganz im Ernst. Ja, das ist ja einmal um die ganze Kurvendraht, der Tachometer. Naja, bei meinem Opel zum Beispiel ist es tatsächlich so, der hat noch einen fünfstelligen Tacho. Das heißt, du hast 99.999 und dann, glaube ich, fängt der wieder bei 1 oder so an. Also da hat man gar nicht damit gerechnet, dass ein Auto über 100.000 Kilometer hat. Ja, neu wegen dem Lauf und Zwach. Seiner Zeit weit voraus, einst die Franzosen mit lustigen Hydraulikfahrwerk und was weiß ich, mit lenkenden Scheinwerfern beim in die Kurve fahren und so. Also sehr spannend. Selten allerdings in der Kombi-Variante. Ja, sehr schöne Mercedes. Ja, ich finde da vorne, also grundsätzlich hätte das sechs wie gebogen, die Scheiben noch sind. Aus VW Bulli Bridge mit stylistisch passendem alten Zweirad. Ja, da schaut man sich jetzt so einen Innenraum an, da war halt Autofahren noch relativ radial einfach. Das Auto mit dem Kennzeichen Gustav 334 Toradora, bitte die beiden Fahrzeuge wegpacken. Was bringst du nichts? Ach,
das Klassikermodell von VW mit nur 8000 Meilen. Das heißt, die hat ein bisschen über 10.000 Meilen. Sigi Gensberger wartet bei uns bei der Information 10 auf seine Mama. Kostet quasi 50.000 Euro. Sigi Gensberger wartet bei der Information 10 auf seine Mama. Aber er läuft und läuft und läuft. Ne? Er darf halt nur nicht mehr aufs VW-Treffen nach Kärnten fahren, weil da haben wir ja jetzt wegen Lärmbelästigung, also wegen Lärmbelästigung ist das Treffen abgesagt. In Deutschland geht es aber wieder. Da haben wir einen alten Taunus. Nur viel spannender, V6-Maschine mit nur 3700 Kilometer drauf. Also den hat irgendwer gekauft. Ist einmal, weiß ich nicht, auf Urlaub nach Italien gefahren, ist heimgekommen, hat ihn in die Garage gestellt und hat ihn seitdem nicht mehr gefahren. Gibt aber auch schönere Taunus. Sehr geehrte Besucherinnen und Besucher, um 15 Uhr. Ich muss allerdings dazu sagen, dieses Fahrzeug ist aus den späten 70er/80er Jahren. Und ich hab einen Zwarer Granada gehabt, also den großen Bruder davon. Ich finde den eigentlich so als Alltags-Oldtimer, sprich Alltagskarre, durchaus brauchbar. Das kann ich jetzt mit so einem Mustang oder so einem Thunderbird, wie sie da stehen, als Alltagsauto nicht machen, weil mich da einfach etwaige Teile und sonstiges in das der Erhaltung mit dem Salz. Das wollte ich da damals verkaufen, wie beim Militär war. Aber nicht das, da, nicht das Modell, ja, späteres. Aber auch ein Mustang Fastback. Ja. So, wenn wir gerade bei Alltagskarren sind, da haben wir einen Quatschenblecker. Ah, oh, der ist schick, Kerst. Ein zeitloses Vehikel, mal schauen, was wir hier haben. Zeitlos? Naja, 35.000. Hat auch nur 31.000 Meilen drauf. Das ist sehr erstaunlich, wo die alle diese ungefahrenen Autos hernehmen. Da haben wir jetzt amerikanische Raumwunder. Ne? Da sitzt man allein vorne auf der Bank, schon wie auf der Couch. Ja, die durch, nein, nicht durch, ja, schon durchgehend sitze, kann man schon sagen. Ja, alles original, Einzelsitzer und so weiter, alles total schön. Sehr schön mit den roten Streifen. Was der? Nur ein bisschen staubig halt, ne? Nein, das ist gar nicht Staub, sondern das ist. Da ist der Lack. Also, das ist Staub, aber der hat teilweise im Lack ganz leichte Einschüsse. Naja, der ist jetzt vorne. Würde der Sache keinen Abbruch durchbringen? Natürlich nicht. So, da haben wir jetzt. Der darf gern rostiger sein. Gerade vorher vom Wohnzimmer Couch, wie gesagt, der hat auch die Musterung der Wohnzimmer Couch, wie bei Oma, der gute Cadillac. Das ist mein was Jahrgang. Einfach, was einfach daran liegt, das ist halt einfach in die 70er Jahre stylisch gewesen. Das heißt, dieses Interieur ist tatsächlich original. Der ist gleich alt wie ich. Ja, und hat fast. Wo haben wir die Laufleistung? Nur so viel wert ist er nicht wie. Na, du hast als Fußgänger wahrscheinlich mehr Meilen auf der Lasche. Das noch dazu. Der ist schick. 56er Thunderbird mit Continental Kit. So heißt das, wenn das Reserverad nicht irgendwo im Kofferraum oder so verbaut ist, sondern hinten an der Eckstoßstange. Ist jetzt nicht unbedingt klassisch mein Farb, aber also für 15 Euro. Geschenkt würdest du ihn schon nehmen, ne? Nein, ich sag ja, für 15 Euro, damit der Mann, der ihn reingefahren hat, sein Ticket, nein, für 17 Euro, damit der Mann sein Ticket wieder kriegt, also den Ticketpreis, würde ich ihn schon mitnehmen. So, das ist ein Gewinner. Was der gerade
Für alle, die sich fragen, nein, das ist keine Anschiebehilfe, falls der Akku leer ist, das ist für mehr Anpressdruck. Nennt man Spoiler, hat nichts mit Vorankündigungen am Filmstar. Gott, bin ich heute wieder lustig. Macht der Schlafmangel. Da beben die Monitore vor den Häusern. So. Hätte er mal gesagt. Da haben wir alle eine Pokale auf den Dingern drauf. Jupp, aber Gewinner. Da haben wir wenigstens einmal einen Stand, der sich ausschließlich mit Klassikern befasst und nicht irgendwelche neuen Ferraris als Lückenfüller reinstellt. Ja, da wird es unserem Bruder wehmütig ums Herz, weil da steht ein alter Mini. Inzwischen ist er ja aufgestiegen und hat was Größeres, aber so ein Mini ist natürlich grundsätzlich auch ein ganz kultiges Auto. Fertig werden muss halt noch sein neues Auto. Ja. Irgendwer hat einmal gesagt, Gott, an den ich ja bekanntlich nicht glaube, hat die Welt auch erst am siebten Tag da quasi irgendwie. Na, am siebten Tag hat er geruht. Moment, am siebten Tag vollendet gehabt. Also konnte auch dann erst zur Ruhe gehen. Und das wird bei unserem Areal irgendwie schon werden. Also. Da sind wir jetzt in der Porsche-Halle, wie es ausschaut. Ich hätte mal gesagt, Boxermotor, ja, ganz viel Porsche, ja. Wobei ich natürlich sagen muss, dass die klassische Linienführung des Porsche bis auf ein, zwei designtechnische Ausrutscher, die sie mittendrin einmal hatten. Ja, James Dean hat sich auch da rennt im Porsche. Naja, böse Zungen hätten einmal gesagt, der hat sich gar nicht, der rennt, der ist angeschossen worden. Aber das ist jetzt natürlich wieder was, wo die Schwurbler alle aufhorchen und plötzlich an das Zitat von Gerald Gross denken, dass der Jörg Haider vielleicht gar nicht so besoffen irgendwo reingefahren ist, sondern dass da vielleicht auch was anderes dahinter liegt. Aber das wollen wir jetzt gar nicht da weiter ausführen. Wenn wir gerade bei hässlichen Porsche-Linienführungen waren, das war dann Esther. Also, habe ich nie ganz verstanden. Aber egal, Geschmäcker sind verschieden. Das habe ich dir, glaube ich, auch schon mal erzählt. Es gibt ja so die Geschichte von, ja, ein Beast hat ja das Auto geheißen von James Dean. Nein, Little Bastard. Little Bastard, richtig. Auf alle Fälle, wo er sich schon ganz sicher sagen kann, dass mit das so die mehr die Legende umgeht, aus den Schrottteilen hat man zwar neu gemacht. Dann hat sie das neue Auto, das eine, auf den Lost Transport da rennt, in dem der Lost in ein Haus reingefahren ist mit dem neuen Teil hinten drauf. Und die zweite Version, die man aus den Schrottteilen gemacht haben, hat auch einen Autounfall gehabt mit einem tödlichen Vorgang. Also hat das Auto ist dann zu drei Teilen gebaut worden und jetzt sind die Leute gestorben. Naja, aber sagen wir uns ganz ehrlich, wo wäre der unvergessene Jimmy Dean heute, wenn er alt geworden wäre und heute irgendeinen einen verfetterten Schauspieler spielen müsste? Der ist ewig jung, der ist quasi als junger Mann quasi aus dem Leben getreten. Ihr wisst ja, Club 27 und so. Somit ist er unsterblich geworden und die Legende rund um sein Auto wahrscheinlich auch. Ne? Das ist also, wenn man da jetzt einfach eine ganz banale Geschichte gehabt hätte, wie er hat einen VW Polo gehabt und der hat sich mit dem VW Polo da rennt und der ist verschrottet worden, dann wäre das unspektakulär. So, solche Stellen sind aber heikel beim Filmen, die haben mich bei der letzten Expo verjagt. Ja, ja. Man könnte ja Spionage betreiben. Ja. Ich denke auch, du könntest eventuell irgendein Modellauto, das irgendeine Modellbaufirma schon in hundertfacher Auflage im Monat raushaut, noch bauen. Also die Gefahr besteht tatsächlich, das verstehe ich. So, hier sind wir jetzt dann quasi der Schrottabteilung. Nein, das ist nicht Schrottabteilung, hier sind wir in der Ersatzteilabteilung. Ne? Ein ferngesteuertes Auto wirst du Heckzylonen aller möglichen Marken, Zündungsteiler, Zündverteiler, Tachos. Da haben wir lustigen Schimmer. Hast du irgendwo ein 13 entdeckt? Das ist das einzige. Ein Abstandselefant habe ich gerade auf der Linsen. Nein, das ist nicht spannend. Ich hätte mir gedacht, vielleicht haben sie einen 13er Anhänger.
So böse sind die Leute da nicht. Oh, schaut so aus. Da gibt es nur die 18. Na, das Schöne ist, ich bin mir ganz sicher, wenn man da lang genug in den Typenbezeichnungsnummern, Etiketten grabt, findet man sicher auch noch irgendwas, wo eventuell der 13 auch drin ist. Ne? Aber ja. Wenn wir gerade bei James Dean waren, da gibt es ihn als Aufstellfigur. Hatte ich zu Hause, habe ihn meinem Cousin geschenkt. Fisch, Fisch. Da kaufen wir uns ein blaues Signallicht. Ja, dann die alten Blechspielzeuge vor den, Blech, ja, vor dem Plastikzeitalter. Ja, ja, du filmst da schon wieder die Wombats aus Australien. Ne? Jetzt, wo doch in Neuseeland quasi die Regierung gewaltig abgestraft wurde bei der Wahl. Boah, schau, da haben wir was politisch Unkorrektes. Das war noch bevor wir Transgender waren. Da konnte man mit sowas noch Kunden werben. Da werden wir gleich wegen der politischen Unkorrektnis einmal fragen, was er für nackte Weiber auf dem Mail haben will. Elvis hat schon was gefunden, aber entscheide dich nicht so früh, es gibt noch mehr Auswahl. Ja, ja, gell? Da, schau, da haben wir einen Truck Grand Prix aus dem Jahr 2018. Das war noch bevor wir dann in Kanada irgendwelche Trucker. Ach, naja, wisst ihr. Zurück zu den Mädels, da, das wollte ich noch sagen. Von Aral. Ja, der Unterschied ist nur, dass das hier eventuell Original-Allzeit erfährt und das ist ein. Es gibt noch einen zweiten Nachbau. Unterschied. Ja, sie hat viel Kleidung an. Richtig. So haben wir dieselbe noch einmal, nur halt in DKW-Motorräder. Ja, das ist der Vorteil, wenn man irgendwann quasi was als Basismodell, wie gesagt, millionenfach formt, dann kann man das ganz lustig und lässig mit allen möglichen Grafiken versehen. Da haben wir nochmal die Wombats. Jetzt haben wir sie im Porsche-Format. Mhm. Also, ich mache jetzt was politisch Unkorrektes. Ich hätte einfach einmal gesagt, eine ziemliche Schlampe. Die hat sie für alle Firmen hergegeben. Da gibt es dann gespiegelt für Lotus und dergleichen. Also, ja. Sag ich, eine ziemliche Schlampe. Für Audi gibt es das auch. Coca-Cola hat dasselbe Modell als Nachbar. Man beachte die Hochsicherheitsschuhe, den Rennoverall mit Antifeuerfunktion und Helm und Schutzbrille. Also das hat man total richtig gemacht. Hey, guten Tag. Wie geht's dir? Das kommt drauf an, was für ein Preis du mir jetzt. Weiß ich mal. 3 Euro alles. Ich weiß auch noch gar nicht, was ich alles habe. Hab ich schon gesehen. Aufmerksam, aufmerksam. Ich drehe da mal die Runde und ich hätte einmal gesagt, was die Zeiten hat, 25, wir überlegen beide und. Ja, wir sind cool. Genau. Aber nur wenn du die Elvis-Brille aufsetzt. Aber die ist schon cool, die Brille. Dann kann ich da natürlich einen Gefallen tun, gell? Also der, ich bin ja noch Schatten gewechselt und das ist ja eigentlich noch überhaupt nicht meine Zeit am Tag. Was machst du eigentlich beruflich? Ich hätte mal gesagt,
Ich bin Therapeut für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Verhaltensstörungen in Zusammenhang mit Sucht und Gewalt. Würde man sagen, nein, ich arbeite an der Tür. Das ist die genaue Beschreibung dafür. Wo arbeitet ihr dafür? In Salzburg, in einem Lokal, das Watzmann heißt. Kenne ich. Wir haben uns da noch nie gesehen. Aber ich komme, weil ich möchte länger rein. 20 Euro. 20 Euro. Ah, okay. Wir haben auch keine Ahnung, ist egal. Da haben wir mal. Da haben wir einen Klassiker. 15 dann, 15 mache ich. Weil Bruno Kreisky hat einmal gesagt, lernen Sie Geschichten, da kann man sich das anschauen. Nachdem ja der aktuelle Kanzler im Moment mit dem Fiegel-Zitat, er ist auch in Österreich glaubt, da unterwegs ist. Hey, hallo, Polizei, Gendarmerie, wir haben ein Auto. Ja, für den Schlüsselanhänger. Ja. Auch den von Salzburgs bester Burgerbude. Du kannst es nicht lassen mit der Werbung, gell? Nein, ich hab mir doch, nachdem das Hipzug derselbe ist. Ich werde wieder Dauerwerbesendung einblenden. So haben wir die Jahrgänge. Ja, aber wer sich heute aber noch Österreich stirbt, ja. Wer sich heute noch auf seinen Oldtimer als österreichischer Uldi-Besitzer ein Blech A voller Stolz aufmontiert, dem ist meines Erachtens noch im Zeitalter von Ethanolbeimengung und CO2-Besteuerung und sonstigen einfach nicht mehr zu helfen, sage ich da ganz ehrlich. Da haben wir die Ostraumverschwörung, die was dafür als erstes gesorgt hat, dass die Glühbirnen noch ein bisschen kurzlebiger werden. Es gibt noch eine Glühbirne, die hat jetzt den 120. Jahrestag in der New Yorker Feuerwehrwache gefeiert. War das nicht Chicago? Nein, New York. New York, okay. Also ich kenne die Geschichte, aber ich dachte, es wäre Chicago gewesen. Also 110 bis 120 Jahre dürfte die Glühbirne jetzt da drinnen schon sein und leuchten. Das sollte einen mal zu denken geben. Haben wir gerade vorher beim Checkpoint Charlie schütteln worden. Das war auch in den deutschen Lokalen so in den 40er Jahren ausgeschrieben. Ja, es gab auch in Frankreich, allerdings war es da halt dann eventuell auch noch mit französischen Untertiteln, bei der dortigen Sassou-Szene. Die sind übrigens mit Davidsternen als Protest gegen das Vichy-Regime rumgelaufen. Gibt sogar einen lustigen Bericht, der Roman wird ihn vielleicht verlinken. Da kann sich dann so ein TV-Trottel wie der Dr. Sebastian Barmena vielleicht einmal geschichtlich schlau machen, dass nicht jeder, der einen Davidstern aus Protest trägt, deswegen jetzt gleich den Holocaust verharmlost, weil viele dieser genannten Sassous, übrigens eine Art Verwandter meiner Subkultur, also des Teddyboy, sind auch tatsächlich dann in Lagern gestorben. Und ja, wie gesagt, sollte man sich vielleicht mal angucken. Ja. Ich wollte gerade sagen, das sind diese politisch unkorrekten Farben, die man da quasi in der ehemaligen Gusse jetzt tragt. Und dann waren sie auch im Süden der USA irgendwann einmal populär. Es ist ein Skandal. Es ist ein Skandal. Dann haben wir noch einen Wackel-Elvis. Habe ich auch. Noch das Auto fährt dazu. Ja, wobei es ja recht lustig ist, weil der ist ja eine Erfindung der Firma VW. Na dann. Die haben den in ihrem Werbespot. Na, für wen wirbt das Fräulein da? Aha. Ja, diesmal halt in der umgekehrten Pose. Ja, ja, einfach gespiegelt, das kann man durchaus machen. Ja, ein paar viele alte Schätze dabei.
Ja, wie du filmisch festgehalten hast, der junge Mann hat mich auch gleich wiedererkannt. Also wir sehen uns jedes Jahr, weil er hat tatsächlich ein breites Potpourri an Waren und ich lasse meistens immer ja ein bisschen auch Geld da. Da, schau, da haben wir nur einmal Harley Davidson im Sicherheitsoutfit mit Helm und Brille. Mit deiner Tasse aus dem Jackpot erreicht halt. Naja, die habe ich quasi als Wandschild zu Hause. Da, schau, ganz, ganz böse Motive. Also Totenköpfe mit gekreuzten Knochen. Also ich hätte mal gesagt, man hole die Wiener Polizei. Dann haben wir da noch das Eiserne Kreuz. Man hole die Wiener Polizei. Ja, und würfeln, das kann man eventuell noch hinkriegen. Kennt ihr noch die, oder? Hab ich auch drauf. Ja, Lifestyle ist Lifestyle. Schriftzug oder so. Ja, schauen wir mal, dann müssen wir jetzt erst einmal an den Preis reden. Ah, die sind jetzt vier, oder? Das wären vier. Jetzt ist halt nur die Frage, ob das Zeug passt. Das sind die gleichen mit dir. Was soll denn das gute Stück theoretisch kosten? Also musst du mir her, Chef. Okay, gut, dann nehme ich sie ein. Alles klar. Ist auch lustig, dieses Schild hier. Ja, das Fahrrad ja grundsätzlich ganz schnieke. Das hört man Elvis nicht oft sagen, das Wort Schnieke. Weil es da wenig Situationen dafür gibt. Tja. Noch Wischerblätter, neuwertig für den Oldtimer. Damals hatte man eventuell noch kleinere Windschutzscheiben. Was man jetzt alles in Kellern und alten Garagen findet, gell? Findet man teilweise auch auf alte Autos. Diese guten alten Opel Blitze. Die kann man sich zum Beispiel so auch montieren, ne? Ja, ja, genau. Und dann tust du einen dritten dazu, dann sind wir wieder. Ich meine nur CC Top jetzt. Was meinst du denn schon wieder? Na, das Lustige ist, es gibt eine amerikanische Fahrzeugmarke. Die hat ein Modell oder eine Modellreihe gebaut, die läuft tatsächlich mit der Motornummer und einem SS für Supersport. Da könnte dann eventuell der geneigte Wiener Polizist, weil wenn ein Verdachtsmoment besteht, muss er dem natürlich nachgehen. Es ist, glaube ich, bei der deutschen Polizei nichts anders, außer sie kommt gerade nicht zusammen, weil sie mit wehrhafterem Publikum als alten Damen mit Grundrechte-Schild zu tun hat. Aber wie gesagt, das ist natürlich jetzt nicht wieder. Stell dir vor, du hättest da Kiss-T-Shirt angehabt nur dazu. Ja, auch schwierig. Auch schwierig. Schau, da haben wir einen Elvis-Fan mit Legasthenie. Und habe mein Programm erweitert. Na dann. Also das, was da draufsteht, heute mal grundsätzlich für einen Blödsinn. 50 Euro? Nee. Also, 50. Also, ich hätte mal gesagt, ein Trinkgefäß, das muss man zwecks der politisch korrekten Tanzverweigerung mitnehmen, ist also fix genommen. Das ist recht gut erhalten, bis auf das kleine Schüttel da, wo man halt ein bisschen nachschleifen muss, ist auch genommen. Da gehe ich davon aus, der ist original, passend für jede Anhängekupplung ohne Problem. Nehmen wir auch. Nachdem wir keine Freude im Leben haben, Hupen nehmen wir auch. Und jetzt wäre die Frage, was das alles kostet. Alles zusammen ein Hunderter. Alles zusammen ein Hunderter. Ja, nein. Ja. Tüte ist cool. Watzmann, Tommy. Ein Getränk auf dich. Hallo, ich hab gerade 100 Ocken bei dir bezahlt.
Eure Getränke sind eh überteuert. Naja, du willst freundschaftspflegende Maßnahmen machen? Ja, durchaus. Aber das wir haben uns ja 2 Jahre nicht mehr gesehen. Wir haben uns länger nicht mehr gesehen, weil wir ja dazwischen irgendwann, Dankeschön, weil wir ja irgendwann dazwischen alle, was ich nicht, Klopapier kaufen mussten und Nasenbohren sterben mussten und nicht mehr arbeiten durften, weil man da plötzlich Geld dafür hatte. Insofern, ja, das ist schon länger. Ich glaube, das letzte Mal haben wir uns gesehen, 2018. Kann sein, so lange schon raus. Ja. Bitte, kann ich was für Sie tun, junge Frau? Ja. Gut aus. Bedanke mich sehr herzlich. Bis demnächst in Watzmann. Ein inneres Bauchstreichen wäre sehr schön. Viel Erfolg. Da habe ich die Antwort für dich. Du hast es nämlich selber im Programm. Wo war er? Da ist er. Im Daimler, Spa und Grill, in Bergstraße. Küche bis, weiß ich nicht, 1 in der Früh oder so. Geiles Essen? In der Stadt? Es ist dann am Sonntagabend das Einzige, wo du am Abend länger essen kannst. Weil na, weil ja, ich muss ja um 8 Uhr rein, wenn ich fertig bin. Und ja, das wird gut gehen. Also kann ich grundsätzlich empfehlen, man muss halt Burger, Steaks, Salat mit Streifen und Fingerfood mögen, aber... Du bist mein Mann. Daimler's Bar und Grill in Bergstraße in Salzburg. Lass auf dich alles. Das wird schwierig. Einen schönen. So, Spielzeug. Ich will doch nur schaukeln. Na Gott sei Dank habe ich schon so viel Modellgeduld. Ich habe es immer mit die Schweiz in die Luft gejagt, weil man nicht mehr weiß, um was uns dahinter steht. Das ist alles rund um einen Käfer. Jetzt sehen wir mal gleich. Was ich sehr spannend finde, diese Messe dauert laut Homepage heute bis 17 Uhr. Wenn ich mir das da so anschaue, glaube ich, ist da um 17 Uhr kein Stand mehr zugegen, weil die alle schon zusammenbauen. Da finde ich es dann schon eine Frechheit, wenn man 17 Euro für ein Ticket zahlt, dass man dann nach einer Stunde bereits abgeräumte Stände sieht. Muss ich da ganz ehrlich gesagt sagen. Einfach nur, damit man mal wieder über die scheiß Messestadt Salzburg ein bisschen Tacheles geredet hat. Gebt mir echt am Nerv. Ja, und dass wir jetzt gerade erst eine Stunde da sind, beweist dadurch, dass ihr jetzt ausschaltet und den Akku wechselt. Ja, du kannst einfach da mal lustig auf die Uhr, also es ist jetzt 15 Uhr, wir sind um 14 Uhr hier ausgeschlagen, das heißt, wir sind eine Stunde da und die machen da jetzt bereits mehr oder weniger ladendicht. Und das finde ich halt echt ein bisschen schwach, wenn man dann 17 Euro Eintritt verlangt. Ja? Da, und jetzt wechselt ihr mal den Akku. Auf die Uhr, weil das doppelter Akku läuft. Was gefunden? Zweimal russische Uhren, also politisch sehr mit den Uhren. Ist auch ein Faible von ihm, Uhren. Besonders russische. Nein, nicht besonders russische, sondern grundsätzlich besonders alte. Aber ja, da hätten wir dann quasi für den Gangster-Rapper von Welt zum einen Halshänger. Na, da ist ja sogar Werkzeug kriegt man. Ja, und wer sich immer mal gefragt hat, wo die Mercedes-Sterne abgeblieben sind, gell? Nein, also ich will es jetzt nicht im Händler natürlich nicht unterstellen, aber es wird schon immer wieder. Schau her, da gibt es noch Reparaturanleitungen, das kannst du bei den heutigen Autos nicht mehr leisten. Ja. Kannst du noch mit Computer reparieren lassen? Nicht einmal ein Licht kann man austauschen. Ich verstehe kein Wort. Weil es zu laut ist und mein Telefon alt ist, aber ich stopfe mir jetzt einfach nur einen Finger. Wie sieht immer noch am Übergang Halle 7 zu Halle 6 bis 1? Ah,
Wir bewegen uns langsam und du wirst mich erkennen, ich bin der, der komisch aussieht. Als Glückbruder Anruf und Verbraucher. Ich habe gerade gesagt, auf manchen Flohmärkten findet man dann eben auch so lustiges alte Straßenschilder, alte Autoembleme und so weiter. Und ich bin mir nicht immer ganz sicher, ob die ordnungsgemäß von irgendeinem Schrottauto runtermontiert und an den Händler verkauft wurden oder ob da nicht eventuell auch Ware dabei ist. Ne? Aber ja. So hat er gemacht, Elis, mit der Hand. So hat er gemacht. Also ihr kennt die Bewegung eh, stellt euch einfach vor, es ist das Finanzamt, die Regierung oder eh schon wissen. Warnfeuer und sogar noch voll, also für den Pausertrüger. Der Klassiker, der Wackeldackel. Ja, sogar ein Zigarettenwerbeschild. Ein paar nette Damen und ein paar Ladies. Na, da finde ich die schon wieder. Darf ich? Da finde ich die schon wieder viel bösartiger. Die sind da schon wieder echt unbekleidet. Also man macht da echt schon wieder Porno am laufenden Band. Da haben wir dann wieder Weihnachtszeit. Aha, da übt man schon mal quasi für die Fetischparty am Donnerstag. Ich weiß, ich spoilere jetzt, also das mit der Anschiebehilfe im Auto. Da musst du, es gibt in einer Klassikmesse. Oh, da schau her. Ein alter Petzautomat, ja. Ich bin gerade bei der Liberty. Achso, nein, ich war gerade beim Petzautomaten gewesen, aber nachdem da grundsätzlich keiner stört. Da hat der Petz einen Mann verraten. Da haben wir einen kaputten Bonbonspender, ein kleines Minischild, eine weitere Bondage-Prinzessin in sehr, sehr schlechtem Zustand. Bondage nennt er das, der Elvis. Hm, so heißt er. Naja, grenzwertiges Bondage. Ein kleiner Lümmelmann mit den Meridianlinien drauf. Im Winter das toll, dass da keiner da ist. Ja. Das da hat man zugeklebt, wie man einmal sieht. Warum konnte das zugeklebt worden sein? Damit man es bei YouTube senden kann. Das dürfte der Grund sein. Hallo, da kommen wir nicht einmal im Ansatz zusammen. Und aus reiner Neugierde, die Bandelsfigur? Alles klar, danke. Schaut, das hat man schon vorweislich zugeklebt, damit man es bei YouTube senden kann. Naja, das hat man wahrscheinlich, weil es bei uns tatsächlich unter das Delikt fällt, wo der Wiener Polizist letzthin meinte, bei mir aktiv werden zu müssen, nämlich bei der Zurschaustellung verbotener Symbole. Also der Petzspender soll 1700 und die Dame soll 1500 kosten. Bei der Dame hätte ich nicht wirklich Interesse, das hat mich nur interessiert, für was man sowas verkauft. Und der Petzspender hätte mich interessiert, aber für 1700 Euro hätte mal gesagt, ist das ein bisschen zu viel. Ne? So, ganz dezent. Ich hätte mal gesagt, du hast null weg und ich fange drüber an, drüber nachzudenken. Ja. Ja.
Weil mit dem Restaurationsstatus wie die Frau war. Nee, ich glaube, die sollte so geschunden aussehen. Naja. Aber nachdem ich hier in Salzburg lebe und somit eine kleine Wohnung bezogen habe, weil ich halt sage, für mich alleine braucht man ja nicht viel Platz. Also nicht mehr, als ich halt an Platz verbrauche. Und von dem her geht mir da quasi gewaltig Wohnfläche ab, wenn ich mir so ein geschundenes Frauenzimmer als Figur reinstelle. Wie gesagt, ich gehe am Donnerstag auf eine Fetischparty, nachdem der Roman irgendwann einmal so ein lustiges Video gemacht hat und wir in einem Land leben, wo die Frauen gern bestimmt werden, ob sie systemrelevant sind oder nicht, geknebelt rumlaufen und weiß ich nicht, dergleichen, ne, daheim eingesperrt werden, ihre Kontakte und Treffen mit anderen Haushalten gewährt werden. Müsste es ja eigentlich ganz einfach sein, das passende weibliche Pendant zu mir zu finden. Am Donnerstag werde ich das einmal wieder auf die Probe stellen. Dann stelle ich mir das in Fleisch und Blut in die Wohnung und nicht als Aufstellfigur. Wobei ich natürlich sagen muss, letztendlich kommt die Aufstellfigur viel, 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 viel billiger. So, da sind wir jetzt bei den bösen Walt Disney Produkten. Da fehlen mir die Füße. Hallo. Ja, hallo. Ich habe nie einen Anruf von Ihnen gehabt. Ja, ich würde wegen der Uhr, gell? Genau. Ja. Nein, alles im Ballon. Ich hab's im Ballon. Gut, gut. Also ich melde mich, okay? Ciao, viel Gut, gut. Gell? Dann auch bald und noch gute Geschäfte. Ja, danke. Also die nächsten 14 Tage, gell? Wunderbar. Ein ferngesteuertes BMW-Modell aus Jugendtagen. Entschuldigung, ob das hier ein Kater? Vielen Dank. Ja. Da, eine Mercedes-Schreibmaschine. Nachdem ich ja die letzte vom, einen weiteren Schaugummi-Automaten, einen Brieflos-Automaten, also du siehst, alles, was man irgendwann einmal im alltäglichen Leben in unserer Jugend an jedem Hauseck gefunden hat. Die waren wirklich spitze, diese Teile, wenn man da eingeworfen hat. Da habe ich dann runtergedreht, aber nicht ganz zurückdrehen lassen, damit man wieder runterdrehen konnte. Das konnte man so 10-mal machen. Man durfte ja noch nicht ganz zurückschnackeln lassen, dann konnte man nochmal betätigen. Da auf ihre Gesundheit. Ja, findet man inzwischen auch nicht mehr so oft in den Nachtlokalen. Ja, in Deutschland nur so. Beim Schmuggler. Ja, aber sie sind trotzdem seltener geworden. Ja, also früher war das auch etwas verbreiteter. Aber heute, wo die Jugend ja gemäß also Lisa Eckert hat das gemacht, ich zitiere es nur, sexuell so drauf ist wie mit einer Karte, genügt hinhalten oder muss ich reinstecken, haben die natürlich mit Kondom auch nichts mehr auf der Ding. Die fürchten sie ja schon, wenn es im Sommer mal über 25 Grad hat, dann picken sie auf die Straßen. Was soll man denen noch was übers Ficken erzählen? Ah, über Piep erzählen. Nur ein Pizzautomat, wie gesagt, spannend. Eine kleine Reisenähmaschine. Da ist meine Hand, das sagt, wie groß oder klein die ist. Tja, so wie es aussieht, dürften die hier sogar gefahren sein auf diesen Teilen hier. Mhm. Da hast du einen Schlüssel zum Aufziehen. Läuft das sogar? Ja, aber das ist funktionsfähig noch. Warte mal. Normalerweise hast du nämlich einen Schlüssel. Dann fahren wir natürlich nicht gegen die Einwand, dann haben wir da Start her.
Dann hat er da einen Kontakt. Dann hat er da einen Kontakt. Und so funktioniert das. Und das kann man dann theoretisch noch mit dem zweiten und dem dritten machen. Genau, dann schaut man so, wie sich der Kreis dran. Naja, aber das ist dann für alle, die quasi nicht mehr Auto fahren dürfen ab 2030, wo es natürlich die Faktenchecker sagen, ist natürlich nicht richtig, kann man dann quasi... Das ist auch immer sehr, sehr interessant. Das ist quasi eine Parodie auf Persil. Persil hatte diese Dame für ihr Weißwaschwundermittel an. Und da haben wir halt jetzt auf alle Fälle pervers. Aber hat er einen stolzen Preis als Sonderedition, also 1170 Euro. Ja. Kann man machen. Muss man aber. So, du bist der Mann für Kubis, Meterware aller Art. Schau, dann was schreibe ich mir. Karte? Okay. Danke. Nachdem ein Freund von mir einen 1959er Ford Continental, also das ist der mit dem automatisch versenkbaren Hardtop, das hinten im Kofferraum verschwindet, also sozusagen ein Blechcabrio, das sich automatisch in den Kofferraum versenken lässt, hat und der eine eigene Kofferraumdichtung hat, haben wir gedacht, nehmen wir da mal eine Dichtung mit. Ne? So, alte Castrol-Doku, ja, wie gesagt, also das wäre alles sehr schön. Die große Problematik ist, dass das inzwischen alles Preise hat, ja, die skandalös sind. Das zeigt mich durcheinander. Ah, das macht ja fertig. Da haben wir alte Vorschulmodelle, wie ein Motor und dergleichen funktioniert, mit den beweglichen Kolben und so. Wie eine Lenkung funktioniert. Nettes Globus-Modell, das wahrscheinlich nicht mehr ganz aktuell ist, aufgrund der vielen tollen Krisen in der Welt. Ich glaube, da ist die UdSSR noch als UdSSR eingezeichnet und die Slowakei und die Tschechei kehren noch zusammen und es gibt noch eine DDR, aber trotzdem mal lieber kleiner. Ja, und dann gibt es auch noch diese Flacherdeschädeln, die wo sie an die Wand schlagen kommt. Gerade gestern habe ich wieder auf Facebook mit so einem Typen diskutieren müssen, dass die Erde flach ist, meint er bei mir, naja. Naja, ich muss ganz ehrlich sagen, die Welt ist ja, wenn ich mir die Bevölkerung anschaue, auch wirklich ein bisschen flach. Also so vom Leben her. Mhm. Na, aber die, was die Flacherde postulieren, die sind bronzgefährlich, möchte ich sogar sagen. Nettes Fleckchen für die Waschkuchel, aber nachdem ich quasi eine Waschkuchel besitze und auch einen Waschsalon betreibe, werden wir schnell lassen. Mal wieder einen ganz bösen SS. Also hier ist der imperialistische Westen mit Stars and Stripes zahlreich vertreten. Ich glaube aber, der Mann macht das gar nicht mit politischer Agenda, sondern hat ganz viel Fachliteratur rund um amerikanische Fachmagazine zu US-Cars. Aber wie gesagt, ganz viel Stars and Stripes. Wer sich fragt, wo die Dame von dem Coca-Cola-Retro-Schild die Kopfbedeckung her hatte, ich hätte gesagt, da. Der Wolperdinger. Der Wolperdinger Steampunk.
Und jetzt fängt er wieder mit so subkulturellen Zeigern. Da kommt sicher gleich wieder ein Wiener Beamter und ist dir nicht sicher, ob das... Mit die Pflege noch zeigen, junger Mann. Ich habe es nie zu einem Auto mit Ledersitzen geschafft. So weit reicht bei der momentanen Teuerung das Kapital nicht. Dann würde ich dir empfehlen, kauf erstmal so eine Dose. Alles Weitere gibt sich dann von alleine. Nein, normal keine Dose Lederfett für die Schuhe. Ich habe kein Lederfett. Lederfett ist ja was anderes. Nein, aber ich sage, die haben wir daheim, das reicht für den Anfang. Okay, dann passt. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Eben. Ja, Erfolg. Du lief, du lief, du lief, du lief. Darf ich? Ja, bitte. Das ist ja fast neuwertig. Ja, stimmt. Für einen 190er. Jawohl. Was soll es kosten? 200. Weil es eben fast neuwertig ist. Ja, ja, ja. Was kostet es bei einer Mercedes im Historienteil? Da muss man wahrscheinlich 1000 dazu tun. 1200. Glaube ich nicht. Ja? Glaube ich nicht. Wie viel denn dann? Ich hätte mal gesagt, in Oldendorf 350. Nein. Oh, nein. Nein, Mercedes Schlachtteile. Aber ungefähr Zustand ähnlich. Ja, wir reden, aber gerade haben wir gesagt, neu, ganz neu. Gibt es ungefähr neu oder nicht? Nein, nein, neu, neu nicht. Das mache ich nicht. Ja, aber was ist denn dem Mercedes Schlachtteile? Gar nichts. Ich sage einfach einmal, ich krieg's dort. Und wirklich mit wenig Kilometern, man ist es gut erhalten, aber wenn es gesagt jetzt weiß ich nicht, 100, 120 hätte ich ernsthaft drüber nachgedacht, bei 200 nein. Und nachdem die Preisdifferenz so ist, werden wir uns da gar nicht länger ausfeilschen, weil das bringt nichts. Nee, das braucht man nicht. Das eben. Aber 350, was gleich ist, ja. Das wäre ja Quatsch. Gibt es ein paar Stiefeln? Der Klassiker. Er hat einen Namen, ich hab Sicherheit an. Ja, ja, nein, den Klassiker hab ich eh nicht. Ja, ne? Da kommst du. Da haben wir Retro-Werkzeuge. Nein, ich glaube, die sind gar nicht retro, ich glaube, die sind wirklich alt. Ja, ich fand das jetzt ganz lustig, dass der junge Mann nicht verstanden hat, dass ein Lenkrad, wo man nicht kontrollieren kann, ob die Hupe funktioniert, ob das in einem einwandfreien Zustand ist. Nur weil es wenig abgegriffen ist, wenn man es mit Rechnung und dergleichen neuwertig, also schon auch aus einem gebrauchten Auto kauft, warum man dann nicht da bei Erm für ein Lenkrad, dass man nicht probieren kann, keine 200 Euro zahlen. Das ist schon spannend. Du bist bei Paulis Haushaltsroboter aus Rocky... Aha. Soll ich dir meinen Robby mal vorführen? Ja, geht der noch? Nein, nein. Was hat der eigentlich getrieben, der Robby da? Was hat der so getrieben, dieser Robby? Also erst einmal habe ich gerade abgeschossen, der schießt. Aha. Dann spricht er. Dann kannst du ihm, da, dann kannst du ihm das Sprechen lernen. Er lernt dann deine Sprache, dein Dialekt und gibt die dann, wenn man ihn fragt, wieder. Dann fährt er links, dann fährt er rechts, dann hat er da oben sein Tellerchen. Das kommt da oben rein. Da kann er dann das Bier bringen. Dann bringt er dann dein Bier. Und das Ganze schaut dann so aus. Schau, zeige dir. Und was für ein Jahrgang ist das?
1974. Der ist genauso alt wie Du bewegst dich aber noch schneller. Nein, er tut nur so. Er bewegt sich noch schneller. Ja, da hättest du doch jetzt eine Haushaltshilfe. Genau. Stellt keine unnötigen Forderungen. Keine blöden Fragen. Lässt dich nicht scheiden. Ja. Stellt keine blöden Fragen. Ja. Bringt immer nur einfach das Bier. Ja. Und er wehrt ungebetene Besucher ab. Ganz genau, da. Gefährliche Munition. Und was sind das für Module, was er hinten hat? Die verschiedenen Sprachmodule, oder was? Nein, nein, nein. Da hinten drin ist der Akkusatz. Mhm. Da vorne ist das Ladegerät. Da oben drin hat er die Kanone. Hilfe! Hilfe! Danke, ist der Roboter. So, es fällt nur noch ein Bier. So schaut das Ganze dann aus. Wir haben das Ladegerät überlegt und jetzt bringt er dir dein Bier. Ja, genau, dann flippt schon wieder alles um. Robi, das war jetzt nicht sehr geschickt von dir. Ja, bei dem Alter mehr mal die 10 Jahre stimmt, ja. Und das war sozusagen der Red. Steht zumindest so drauf. So, cooler Scheiß. So, ja, Männerspielzeug. Wenn er in Gräser und Flotter war, hätte er gesagt, war er es der Haushaltshilfe. Ja, jetzt packt er wieder ein. Ja, ja. Na, viel Erfolg, schönen Tag. Ciao. Sowas. So, da sind wir wieder. Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Eine volle Runde im Karussell. Ja, mal schauen, was das kostet. Naja, 39.500. Nachdem ich ja schon erwähnt habe, dass ich in einer Gazonier wohne und deswegen noch nicht mal über die etwas verlebte Bondage-Prinzessin nachdenke, störe mir mit Sicherheit kein solches Karussell in die Bude, weil dann müsste ich wieder zum Nachbarn nach oben durchbrechen und zur Seite an. Also das wäre schwierig. Ja, zumindest bist du einen unliebsamen Nachbarn los. Da haben wir einen Feuerlöscher. Ja. Von 120 auf 80 reduziert, weil die Messe jetzt dann zumacht. Ich bin der festen Überzeugung, Feuer würde ich damit nicht mehr unbedingt löschen wollen. Auch ein steiles Fahrrad. Natürlich ein Motorrad, aber so hat das angefangen, oder wie? Und heute wird das alles elektrifiziert. So, da haben wir den nächsten Feuerlöscher. Und diesmal aus heimischer Produktion aus Steyr, ne? Für die Spaziergängster dort. Ist auch cool. Ich hatte eben das Ding auf, damit man das laute Trommeln nicht hört in Steyr. Die Schutzbrille, falls doch einmal einen Tränengas- oder einen Wasserwerfereinsatz gibt. Ne? Da, schau, da ist jetzt der große Bruder von dem Clan, der gerade Fernbedienung rumgefahren ist. Ich würde auch gerade so etwas kennen. Und dann ist, jetzt muss ich noch mal fahren, auch da seid ihr mit 190 dabei. Das ist doch ein Schnäppchen. Schau, wir konnten 900 Euro ausgeben und uns 3 A-Klasse Mercedes zum Wettrennen fahren. Nö. Ja. Halt da eine Karambolage aus. Ja, da haben wir wieder ein Kabel. Nein, nein, nein. Da hinten wäre auch einer, wenn jetzt
und ein Punkt, 1000 Kilo. Das sollte man ja. Aber nimm mal das Automat an der Wand. Nicht schon lange. Ja, schau, amerikanische Briefmarken. Automat. Briefmarkenautomat. Uiuiui. Das ist Taschenlampe. Aha, da hat man irgendwas mit Lichtding wahrscheinlich abgeschossen. Ja, ich will da keine Umstände machen, weil ich befürchte, dass er meine Möglichkeiten hier und heute ohnehin überschreitet. Aber ich würde mich einfach grundsätzlich dafür interessieren, was er kosten sollte. Na, dann schauen wir mal, ob die Möglichkeiten das hergeben, gell? Ja, ja, im Zeitalter der multimedialen Kommunikation. Funktioniert das? Da bist du schon mal mit 470 dabei. Was kostet der Pulverautomat? Das ist sozusagen ein Kaugummi-Automat. Mhm. Ganz was Rares. Mhm. Nö, das ist ein Ötter wie der Betz. Was sagt Bölgi? Wir haben Kirche. Ja, also innerösterreichisch, das heißt, das könnte man eventuell, wenn ihr ihn heute nicht verkaufen solltet, per Karte und so, die nächsten Wochen, schrägstrich Monate in Angriff nehmen. Meinen Krafttestautomaten, da konnte man dann zudrücken und dann hat man gesehen, ob man ein Eisenbieger ist oder einfach nur ein Pantoffel hält. Was du brauchst, ist eine Parkuhr. Nee, Parkuhr brauche ich nicht. Hallo, ich wäre interessant an Ihrem Pulverautomaten. Der Preis grundsätzlich ist ganz in Ordnung. Ich habe aber weder Platz noch Bargeld in ausreichender Zahl mit, um ihn heute mitzunehmen. Ihr freundlicher Kollege, also die sind in der Nähe von St. Spölten daheim. Das heißt, ja. Ich würde mein Quartal mitnehmen und würde das gute Stück eventuell, ja, so in 4 Wochen, 6 Wochen, wenn er inzwischen verkauft ist, ich würde vorher anfragen. Na, weil das war natürlich für den Preis relativ interessant, ja. ob noch was drinnen ist und ob er funktioniert. Ne? Weil wir kennen uns ja sicher, weil der ist schwer. Aber wir können, ich weiß es nicht, ich habe ihn nicht einmal angeschaut, ich habe ihn nicht aufgemacht. Okay. Aber wir können das. Das wäre normal, das ist okay. Ihr hättet gesagt andersrum? Schon. Ja. Das ist recht, ja. Dann gehen wir raus. Zu mir wahrscheinlich, ne? Ja, aber da ist er verblombt. Spannend. Spannend. Naja. So. Sag er, drin ist nichts. Das ist schlecht. Aber als Deko-Stück ist er trotzdem nicht. Was meinst du, was drin ist? Naja, dass er da Backen drin hätte. So, also ich habe daheim zwei alte Kaugummi, diese Glasblasenautomaten und einen mit diesem Sicherheitsglas, mit dem Metallgitter drin. Wie gesagt, ich mag es natürlich immer, konsumieren kann man die nicht mehr, weil die sind inzwischen steinhart, das ist klar, da sind die Zent weg. Mhm. Aber es ist natürlich ganz nett, wenn man rein theoretisch eine Münzerl reinschmeißt und auch was rauskommt, damit das Ding quasi. Für die Pulverautomaten. Ich wollte gerade sagen, das wird schwierig. Ne? Ja. Der wird trotzdem ein Kartal oder eine Nummer von euch haben. Ich schreibe da die Nummer auf. Und gut. Aber ich weiß, wenn ich dabei war, wie wir ihn geholt haben, dass der mega rar ist. Ja!
der Pulver. Warte, das machen wir nicht. Die, die Außenbordmotor drauf ist. Das ist wahrscheinlich, würde ich seine Werbung für Azure wissen. Diese Außenbordgeschichten für OTS steht eh drauf. Mhm. Der weltleichteste Außenbord. Ja. Spätestens, so wie gesagt, Dezember habe ich in Wien zu tun. Und dann fahre ich dann jetzt sinnlos bei heutigen Spritpreisen nur wegen dem Automatenbereich vorbei, aber dann würde ich mich rechtzeitig machen. Haben wir gesagt, Interesse besteht auf alle Fälle. Vielleicht finde ich sogar im nächsten Jahr irgendwo ein paar Akkreditierte passen. Mal schauen. Gut. Einen schönen. Viel Erfolg. Zündkerzen, Lady. Schon wieder, ja, ich wollte gerade sagen, da kannst du dann auch noch so eine Notrufsäule von der Autobahn hinstellen. Oh man, Badass Speed. Ja, kannst du. Das ist Schnieke. Das ist auch Schnieke, aber ist halt auch wieder ein Nachbauprodukt. Ja. Die Route 66. Auch schick. Aber ist denn da, schau, da haben wir einen Bierkalender für einen Nehammer Kale. Da kann er jeden Tag dann mit Wasser das Ganze verwässern. Und eigentlich kehrt da noch ein Magnet dazu, also ein Magnetring, wo man dann den Monat einringelt und dann einer, wo man den Tag einringelt und dann noch einer, wo man... Ja, der funktioniert jedes Jahr. Ja, aber das Tolle ist, die verkaufen das für 220 Euro und hinten sind die. Okay, dann meckere ich nicht, dann sind sie dabei. Honig vom Imker. Ja, die große Problematik ist halt einfach, dass das alles wieder viel zu groß ist und viel zu viel Platz wegnimmt. Ich bin ja Freund von Originalsachen, also wirklich Freude in Meilschüttung und das in möglichst kleinem Format, weil dann bringt man einfach mehr in die Wohnung, weil Platz an die Wände ist eh nicht mehr so viel. Also für alle, die Romans Videos sehen, es gibt da einen Beitrag, wo wir in Hallein von einer aufgebrachten Passantin aggressiv mit Schnee beworfen wurden. Die hat dann in weiterer Folge erklärt, ich hätte eine rechtsradikale oder rechtsextreme Frisur. Es ist sogar in einem Schriftsatz wegen einer Anzeige, die von einer Mitstreiterin von uns erstattet wurde, schriftlich so festgehalten worden. Leider Gottes handelt es sich ja bei unseren Mitstreitern um Schwurbler. Deshalb ist es mir bis heute nicht gelungen, eine Kopie dieser Anzeige zu bekommen. Ich hätte sonst dann nämlich ein lustiges Video dazu gemacht, aber das sparen wir uns. Und ja, ich dachte eigentlich mit meiner vermeintlich rechtsextremen, rechtsradikalen, Zitat der Dame, man müsste da nachschauen in Romans Video, Frisur wäre ich leicht zu erkennen, aber ganz offensichtlich ist es gar nicht so. Aber ja. Hast du einen Edin mit, dann kommt man drauf. Ja, hab ich mit. Passt nichts, weil da sind ja auch nirgends Absperrbahnen rum. Und ich glaube, sie hätten trotzdem ein Problem, wenn du da quasi irgendwo auf das Kritzeln anfängst. Er ist ein Spielverderber. Krypto TV war es hier. Na schau, ich habe ihn gefunden. Hallo. Ja, hi. Ja,
So, da kann man sich jetzt ein lustiges Scheiß auf E-Bike, ein Hilfsmotor, Fahrrad, aber ich hätte mal gesagt, da muss man noch einfüllen, das teure, böse Zeug. Genau. Elvis nennt es ja noch fossile Brennstoffe. Ich bin mir da nicht so sicher, ob das wirklich fossile Brennstoffe sind, weil konsultiert einmal Joachim Zillner, der hat ein Buch geschrieben, der hat gesagt, dass sich die alten Ölfelder, die vorher leer waren, sich wieder befüllen. Also kann man sagen, dass das Benzin, auch das Öl, vielleicht gepresstes Stein unter Druck und Hitze und Wasser entsteht. Möglicherweise. Ja, früher, ich hätte weniger gesagt, dass es da um Gestein geht, sondern es geht da eigentlich eher um pflanzliche Überreste. Ja, so tiefer unten. Mammutbäume und Co. Ja, und das mit Druck und Hitze und so bin ich bei dir. Und es ist natürlich... Aber sie befüllen sich wieder, die Alpen. Ja, ich glaube, das ist wie wenn du ein Moor hast, ja, und das jetzt nicht künstlich trocken legst, dann bleibt das auch immer so ein bisschen ein Moor. Ja, aber die Wissenschaft sagt ja, dass es ja Millionen von Jahren gebraucht hat, dass es zum Öl wird. Und wenn man es dann einmal leer pumpt und in 20 Jahren wieder voll sein. Naja, die große Problematik ist, die Wissenschaft hat ja irgendwann gesagt, dass die Welt vermeintlich eine Scheibe ist und hat alle anderen einen Schwurbel abgetan. Ja, die Wissenschaft hat ja irgendwann einmal gesagt, dass der Mensch nicht fliegen kann und so weiter. Also was die Wissenschaft ist immer sehr schwierig. Die Wissenschaft hat auch gesagt, dass es keine Impfnebenwirkungen gibt. Also dies mit die Wissenschaft, da sind wir ganz, ganz, wir ganz können es nicht lassen. Ja, schau. Lustige Möbel aus alten Zeiten. Nicht ohne Anwalt. Genau, total nett. Ich stelle fest, allein was das Material davon bei manch einem kostet, da ist das Sideboard eigentlich preislich recht günstig. Mit Messepreis nimmst du gleich mit. Ja, gleich mitnehmen ist immer so unhandlich und es ist leider Gottes in meiner Wohnung kein Platz mehr. Schenkst du? Für 620 Euro den wir schenken. Seid ihr denn ein Fan? Ja, schenk's mir, verkauf's um 800. Ich hätte gesagt, mit Eigenlust an irgendein weibliches Wesen und die sind immer so anstrengend, die macht man nicht. Aber das ist super, das ist ein Handtaschenbachplatz. Ja. Beispiel, ja, ich finde auch den Stuhl grundsätzlich nett, aber sowas habe ich mir selber schon bastelt, also da bin ich außen vor, aber ich finde grundsätzlich, was ihr macht, sehr nett. Gibt es nichts zu sagen, aber leider Gottes im Moment nicht liquide. Wir haben einen Kanzler und wir haben schwierige Zeiten. Aber trotzdem gefällt mir sehr gut. Viel Erfolg noch. Nicht nur einen Kanzler, wir haben auch einen Präsidenten. Ja, aber der schweigt immer. Naja, da, schau, der kann schweigen, darf ich Scheiße bauen. Da haben wir einen Woody für einen, ne? Also quasi eine Blechkiste, eine Seifenkiste. Ja, genau, würde ich gerade sagen. Aber der ist geiler. Ja, nur das ist halt ganz ehrlich gesagt auch eine Nummer, wo ich sage, weißt du, man, das ist halt auch wieder wahrscheinlich auch bereits verkauft und auch nicht ganz billig. Also dass man den so nicht. Dann jagen wir damit nicht einen Geißberg runter. Da, schau. Warte mal ganz kurz. Ein schöner Bus. Und jetzt an Elvis ein Blickfang. Da haben wir wieder einen Borgwart, ne? Auch sehr schön erhalten. Wunderschöner Kombi. Da bringt man einiges unter. Na, um ganz ehrlich zu sein, was das Kombi-Heck angeht, bringt man gar nicht so viel unter, aber der ist für seine damalige Zeit, was die Sitzplätze im Fond und auf den Fahrerrein angeht, relativ komfortabel. Ich sag, im Vergleich zu den amerikanischen Kombis dieser Zeit, beziehungsweise dann zu den späteren Volvo- und Ford-Modellen, ist das Kombi-Ding relativ klein, aber er steht unglaublich schön da. Also ein Borgwart aus dieser Zeit, in diesem Zustand, da hat wer viel Liebe reingesteckt. Schaut, so die Spaltmaße, das Motor haben und dergleichen Kederlinie, also wirklich, wirklich schick. Grundzierrad vollständig und unverbeult, also der sieht eigentlich aus wie einstmals
vom Händler und die finden ganz ehrlich gesagt mit Wertgutachten für 70.000 im Vergleich zu dem Preis, den manch anderer hier für ein Vehikel verlangt, nicht einmal wirklich so teuer. Schlafen dort mal gemütlich drin. Na, wie gesagt, das Schöne bei alten Autos ist halt einfach diese Liebe zum Detail, wenn du einfach mal anschaust. Ja, ja, ja. Die Abstimmung ist schon schön. Früher war alles schöner. Der Stuck an den Häusern, die Rundungen und Felgen bei den Autos. Die darfst halt jetzt nicht kinderreich sein. Da ist er her. Also für die meisten hätte man ja gesagt, das ist ein Traktor, hier gesagt, das ist ein Lamborghini, und nachdem er vorne kleine Radeln und hinten große Radeln hat, keine Kotflügel drauf hat und der Auspuff sozusagen einfach nur aus kurzen Blumenreihen besteht, hätte ich gesagt, ist das einfach ein Hot Rod. Mattschwarz ist er auch. Ich würde mit dem richtig tankt und geschossen die Flammen aus. Also wie gesagt, das ist kein Traktor, das ist eigentlich ein Hot Rod. Ja? Mhm. Ein Landwirtschafts-Hot Rod. Du kannst dann die restlichen, von nach der Ernte, die restlichen Sachen wegbrennen. Nein, ich habe mir überlegt, wenn da dieses C40-Städte-Ding wieder der Aussage von den Faktencheckern trotzdem kommt, mit dem privaten Auto nicht mehr erlaubt, dann kaufe ich mir einfach kein Auto, sondern dann kaufe ich mir so einen Traktor, das ist dann mein Hotrod, und dann fahre ich halt mit dem Traktor rum. Von Traktor hat nie wer geredet, sie haben nur von Autos geredet. Du brichst dann den Checkpoint bei den 15-Minuten-Städten. Naja, ich meine, ganz ehrlich, das ist ein Lamborghini, ich glaube, mit dem schaffst du es. Mal die Reifen an. Weißt du, vorne sportlich, hinten ein bisschen geländegängig, da kannst du mal einen Wald wegnehmen. Ich stipitze mir da ein NIM 2. Ja, bitte sehr. Eigentlich muss man ja 2 nehmen bei NIM 2, gell? Dankeschön. Mhm. Also, ich finde es einmal toll. Darf man da eins mitnehmen? Ja, bitte sehr. Ich finde es einmal toll, da ist einer im Sinne der Autofahrer in diesen schwierigen Zeiten politisch nur aktiv. Das nehmen wir natürlich gleich mit. Da geht es um ein Autovolksbegehren, da rammen wir halt das gleich mal fest. Löblich, löblich. Jede Stimme zählt. Ja, das war halt grundsätzlich so, aber da kommen wir halt jetzt mit der österreichischen Bevölkerung auch nicht weiter, gell? Ja. So, du hast da 2 NIM 2 Stibitz, dann mache ich das einfach auch. So wie er da steht, was würde er kosten? Er ist unverkäuflich, aber der Wert liegt bei 400.000. Ja. Der Grund rührt daher, es sind 3000 Stunden Restaurationsvorlauf. Aber den habt ihr nicht so gefunden. So hat er am Anfang ausgeschaut. Ja. So hat er ausgeschaut vorher, okay. Ja, weil da tut jeder Stahlschlag und alles weg. Das ist richtig. Aber steht sehr schön da. Dankeschön. Haben Sie die 3000 Stunden definitiv ausgezahlt? Das wird sich ausgezahlt, ja. Ums Volksbegehren, da werden wir ein bisschen Werbung machen, da werden wir uns drum kümmern. Danke, danke. Ja. Und 2030 dürfen Sie so keine Autos mehr fahren. Selber Altblechfahrer, also jedes Jahr 3000 Stunden auf der Straße und wenig ins Auto investieren, weil ich bin auf Ratte unterwegs.
Das liegt allerdings daran, dass ich so einen Alltags-Oldie habe und nicht sowas, weil das wäre als Alltagsauto einfach gut schaut. Aber ja, finde ich gut, sind wir dabei. Einen schönen. Werf mal noch einen Blick auf die Carrera-Bahn da. Hatte ich auch, aber nicht so riesig. Da musste ich dann zu Hause mit dem Schleifpapier immer da ein bisschen nachschleifen, wenn der Kontakt nicht mehr funktioniert hat. Ich finde es ganz toll. Also die letzte Generation pickt sie auf die Straßen und die, die danach kommt, fährt noch quasi mit Begeisterung mit einer Carrera-Rennbahn. Also scheint noch was für Autos über zu haben. Ob das gut geht? Die haben, glaube ich, keine grünen Eltern. Wenn die Eltern sie hier mit auf diese Messe nehmen, ist das eventuell. Mal schauen, da kann man sich jetzt einen Klassiker ausborgen. Vielleicht sollte das zur Aufbesserung meines maroden Kontostandes auch machen. Ein schöner Jaguar. So Schwurbler-Cruises. Aber was hältst du davon? Schwurbler-Cruises, sagst du? Ja. Ja, ja, von Spaziergangster zum Schwurbler-Cruiser. 8 Schritte zum perfekten Grum. Ja, das kann man tatsächlich so machen, das stimmt. Grundmaterial entzinken, dann Sand strahlen, dann schleifen, polieren, dann verkupfern, dann bei Bedarf schweißen, verzinken und dann verkupfern, vernickeln und dann tut man verkrummen. Ja, oder man geht einfach zu Cheap Trick. Genau. Und macht eine Chromlackierung. Der Roman hat das bei unserem der letzten Expo. Lustigen, nein, nicht bei der, sondern bei der Automesse, glaube ich, war das. Da gab's die ja Expo nur so, war daneben, ja. Da gab es ja nur so einen kleinen Stand aus der Oldie-Abteilung. Ja. Und ja, da kann man sich das anschauen. Da kann man sich auch den Stiefel verkrummen lassen mit dem Lack. Ein beinahe Woody, schau, schau. Das kann man auch sagen, ja. Heute schleppst du ein paar Visitenkarten haben. Naja, die große Problematik ist, man kann nicht immer alles in Bar vor Ort erwerben und mitnehmen. Und es fehlt, wie gesagt, für manches auch der Platz, was zugegebenerweise sehr schade ist. Bei der nächsten Demo, wenn die Leute dann fertig sind mit ihren Fahndal, begrüßen wir sie mit unserer Fahne. Hallo. Wir haben schon gesagt, bei der nächsten Demo, wenn die anderen wieder eine Fahne im Kreis tragen, dann empfangen wir es dann in der Zielposition. Zielfahne, ja. Genau. Weil die braucht es noch. Nee, so schnell sind wir gar nicht unterwegs. Was mir eigentlich gut gefallen würde, wäre das schöne alte Ölkabinett. Ja. Aber es ist etwas größer, das ist überschreitet im Moment zugegebenerweise ein bisschen meine finanziellen Mittel. Aber wenn die Wohnung größer ist, dann habe ich jetzt mal einen Quartal mitgenommen. Dann, sie werden aber nicht mehr und sie werden auch nicht günstiger. Die kann man mit Bier auffüllen, oder? Ja. In der festen Überzeugung, es wird eventuell auch der Tag kommen, da wird das eine oder andere wieder billiger werden. Psychopharmaka und Alkohol. Das jetzt jeden betrifft, aber wenn ich mir anschaue, manches ist tatsächlich schon wieder am billig werden. Aber ich habe mir einfach einmal eine Karte mitgenommen. Heute war ja Autoaktion. Da hast du Schnäppchen machen können. Ist viel liegen geblieben.
weil sie jetzt alle drauf kommen, dass plötzlich ohne Cut und mit höherem Verbrauch und mit Ersatzteilversorgung und so weiter ein Oldtimer tatsächlich ein Status zu bringen. Aber mit das Bier rauskommt aus der Pistole, frisches, kaltes Bier, das brauchen wir auch. Mhm. Haben wir auch schon gemacht. Denke ich mal schon, dass ihr das gemacht habt. Ja, du denkst schon wieder an Kanzler. Hat er Wasser dazu, dann kann er es verwässern. Und dann noch einen Psychopharmaka-Spender daneben? Ja, ja. Da kann man ja so einen Betzautomaten also machen. Reugierde, nur damit ich weiß, was es ist. Zwischen 3,9 und 5,4. Ja, da kann man sagen. Von realistischen Preisen, die bei mir drin sind. Ich habe nicht gewusst, dass du so viel mehr zahlen wolltest. Wollte ich gerne. Nein, aber trotzdem sehr schön. Und diese Karte habe ich mal mit. Alles gut. Mhm. Ich wünsche viel Erfolg. Gleichfalls, gell? Alles Gute. Oh, schau, ein Tesla. Was hat der hier verloren? Ein Tesla auf der Klassik-Expo ist natürlich auch irgendwie spannend. Ja, Elvis sagt auch gerade, das ist spannend, ein Klassik. Irgendwann werden spätere Generationen dann wahrscheinlich ein Museum haben, wo dann so Oldtimer von Tesla drinstehen und man wird dann drüber reden. Ja, da hatte die Menschheit kurz den Einfall mit der Elektroenergie, hat Wälder gerodet, um Windradeln zu bauen, um Autos quasi mit fragwürdigen Akkus auf die Straße zu bringen. Und da wird man dann so ein Tesla wahrscheinlich als Ausstellungsstück hinstellen. Aber das ist jetzt natürlich nur wiederum meine Version der Zukunft. Ja, und daneben noch ein paar so Monitore, wo man sie brennen sieht. Ne, ich habe mir da letztens eine Dokumentation angeschaut, generell über Batterien, Akkus und Ähnliches, die im Hausmüll landen, weil sie die Leute nicht ordnungsgemäß entsorgen. Ja. Und die dann dafür sorgen, dass regelmäßig Müllautos, weil die diesen Müll ja pressen, zum Brennen anfangen. Mhm. Und ja, ist eigentlich ganz spannend. Also da geht es ja nicht nur um die Großen, weil die brennen ja gleich richtig lichterloh, du hast das eh in einem Video nicht verlinkt, sondern das geht ja schon bei Smartphone-Akkus los. Ja, ja. Bei einem Kollegen, der was auch seinen eigenen TV-Kanal mal gegründet hat, ein Internet besser gesagt, dem ist der Akku bei einem Laptop kaputt gegangen, der ist die komplette Bude niederbrennt. Deswegen sollte man den Akku beim Laptop daheim einfach grundsätzlich gleich raus tun und das Ding ganz oldschoolig ans Netz stecken. So habe ich es auch immer gemacht. Weil ihr wisst eh, der Strom kommt aus der Steckdose. So werde ich auch eine Videoserie benennen, die auch, sagen wir mal, spätestens am Monat rauskommt. Ein Mehrteiler mit dem Titel Der Strom kommt aus der Steckdose. Teil 1, 2, 3. Satz dann spannend mit dabei. Bei Teil 4 ist dann Blackout. Ja. Ja, wie gesagt, da sind wieder die Neuwegen versammelt auf der Klassik Expo. Da gibt es Uhren von Glashütte, da bin ich natürlich wieder am Schauen. Die sind nämlich genauso wie Schnieke, Wagerl und Ölkabinette nicht erschwinglich. Meistens also macht es. Zumindest nicht für jemanden, der eine normale Arbeit hat. Ja, der Elvis hat sich die Träne schon tätowiert, dann braucht er nicht mehr so viel weinen, wie er müsste. Ja, du. Das Schöne ist, dass hier glücklicherweise auch eine normale Uhr genauso zuverlässig die Zeit anzeigt. Also ich trage schon seit 30 Jahren keine Armbanduhr mehr, weil ich bin lieber der Zeitlose. Nein, ich muss gestehen, ich mag die menschliche Idee, die Zeit einfangen zu wollen, indem man sie in Sekunden, Minuten, Stunden und dergleichen unterteilt. Und ich finde, als ja, weiß ich nicht, männliches Accessoire, Hingucker, Statussymbol und so weiter, Uhren eigentlich schon sehr schön. Das kann ich schon verstehen. Es war echt spannend, das Gefühl in der ersten Zeit, wo ich dann die Uhr runtergetan habe, das war, als wenn ein Körperteil fällt. Man hat immer hingeschaut und sobald man hingeschaut hat, hat man so ein richtiges Ziehen in den Arm gekriegt.
Der Mann hat Phantomschmerzen. Ja, ganz genau. Es war also wirklich wie ein Phantomschmerz. Phantomschmerz. Das hat 2 Monate gedauert, bis das wirklich weg war dann. Phantomschmerz habe ich keinen, aber nachdem ich ja, wie gesagt, latenten Schlafmangel immer wieder mal haben, weil Schwurbeln eigentlich ein Vollzeitjob ist. Sagen wir mal so ein, da waren wir noch gar nicht. Und dergleichen. Ich fühle mich ohne Uhr, ganz ehrlich gesagt, relativ nackt. Ich nehme die Uhr auch nur bei ganz wenigen Tätigkeiten einmal ab. Und habe da de facto eigentlich das Problem, ich müsste sonst aufs Handy-Display schauen, und aufs Handy schaue ich am Tag viel seltener. Das brauche ich nämlich immer nur, wenn ich Beamte einkessel und physisch attackiere und irgendwelche Videos damit drehe mit meinem Tastenknochen. Und ihr seht es, deswegen filme ich auch die ganze Zeit hier und fotografiere Autos, weil das kann ich mit meinem Tastentelefon total. Das heißt, bevor ich jedes Mal aufs Handy-Display schaue, wie spät es ist, erfreue ich mich tatsächlich auf die Uhr zu schauen. Ich habe da verschiedene Modelle mit Datum, ohne Datum und dergleichen. Und ja, ich finde das, wie gesagt, immer wieder ganz spannend mit einer Uhr zu schauen, was sich da so am Markt so tut. Aber wie gesagt, die meisten haben inzwischen auch wie bei altem Blech Preise erreicht, wo ich sage, alles, was heute schön ist, ist eher unerschwinglich. Ja, wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon zu spät? Kann es sein, dass für heute Schluss ist? Ja, jetzt muss ich wirklich gehen. Hattest du nicht auch mal so eine ähnliche Farbe? Na, also ich hatte tatsächlich den erwähnten Ford Granada V6, den ich hatte. Der war schon Apple. Das ist mehr Smith Grün, aber der hatte noch eine Nuance mehr Metallisé-Teil. Also da würde ich eher sagen, der ist so, ja, Grün, ja, und der andere war so mehr Granny Smith mit ein bisschen mehr Metallic-Flankerl drin, aber grundsätzlich geht es in die Richtung. Das Schlimme ist nur, dass dieser Ford, abgesehen vom Lenkrad, das war nämlich schwarz, auch das gesamte Innenleben, also die Sitze, das ist Teppich, zu viel des Guten. Den Teppich und dergleichen in ziemlich ähnlicher Farbe hatte. Das war dann natürlich nicht Metallisé, aber das waren dann halt grüne Stoffsitze mit grünen Kunstlederrückseiten und das ist, wenn die Polizei grüne, verfolgt, dann in die Wiesen stehen und grüne, ist unsichtbar. Grüne Türverkleidungen, also das war sehr viel grün. Ne? Und ich hätte ihn dann eigentlich als mein erstes Custom-Projekt umgebaut. Und dazu kam es dann aber nicht mehr, weil mich ein Ingenieur mit seinem damals neuwertigen VW Golf abgeschossen hat. Der Golf hatte einen Totalschaden, bei meinem Auto hat nicht so viel gefördert, aber man hat dann trotzdem damals gesagt, oh, na, den da mal weg. Und ja, damit war er dann irgendwann weg, er war nicht auf mich angemeldet. Führerschein Neuling macht meistens keine Anmeldung, weil da zahlst mit der Versicherung gleich viel mehr, das heißt, da musste ich dann leider Gottes, nachdem er nicht auf mich angemeldet war, das Auto, ja, der Verschrottung. Stell dir vor, wenn jetzt dann bald einmal einer einen neuen Führerschein macht, das Junge, dann nach 2 Jahren kann er nochmal einen Führerschein machen, weil die Testphase 2 Jahre läuft. Mal planen dann so halt so. Ja, also. Dann zahlst du 2-mal für einen Führerschein innerhalb von 2 Jahren. Ja, über das denke ich gar nicht nach, weil wie gesagt, ja, wie wenn Knacker geht das ja nichts mehr. Ich wollte gerade sagen, wenn er jetzt einen Führerschein macht, ne, dann hat er 2 Jahre Testphase, dann sind wir, wenn man jetzt einmal sagt, wir sind im Jahresende 23, sage ich ja, dann ist er im 25-26 da in irgendeiner Form beim zweiten Schein, den du erwähnt hast, und im Jahr 30 hat er dann den Schein ganz umsonst. Ne. Das ist eine interessante Farbe. Ich stelle mir gerade die Frage, ob da nicht eventuell am Fahrwerk ein bisschen verändert wurde, weil ich glaube nicht, dass der tatsächlich serienmäßig so tief ist oder war. Ne? Stehen auf alle Fälle hübsch da.
Huba-Buba-Farbe. Aber ja, man muss natürlich auch dazu sagen, wir stehen hier am Stand der Firma Pappas. Und wer weiß, was die Firma Pappas so für einen Stundensatz als Mechaniker verlangt, da kann man sich dann das auch ganz leicht leisten, so ein Auto so herzustellen. So ist es. Da hinten schön mit diesen Koffern. Ja, die sind natürlich auch, glaube ich, nicht serienmäßig, sondern extra maßgeschneidert worden. Genau. Ich glaube, dass der Fishtail-Ausbruch, so wie er da kommentiert ist, ja, ich glaube, im Original ist. Ich bin jetzt auch nicht unbedingt so der klassische Sportwagen-Fan, ja. Aber ich gebe zu, wenn ich hier einen schon, wenn man kriegt. Lotto Solo 6er haben würde, bevor das Finanzamt irgendwas Lustiges macht, damit ich mir doch glatt irgendwo, nein, ich kaufe mir natürlich, kleckern statt klotzen, einen alten Flughafenhanger und da haben wir dann für jede Tagesverfassung und Stimmung das passende Auto. Flughafenhanger, also macht man einen TV-Kanal dann da auch noch rein. Also der ist dann so für die schnelle Pizza-Abholung am Abend, ne, damit der Zustelldienst nicht mit dem Elektrofahrrad ausrücken muss. Da fährt man dann mit dem. Hinten im Koffer passen zwei Pizzen oder drei rein. Und dann hat man natürlich noch den Hammer in Mad Max-Kombination mit vergitterten Scheiben und Bordkanone. So. Da kannst du den Radfahrer wieder hinten den Dreck rausschmeißen. Ja, das ist so ähnlich, wie wenn dich ein Walhai als Taucher verschluckt und du bei den Kiemen wieder rauskommst. So. Ja, aber schon schön, ne? Ja, schön. Schon aber halt auch schön teuer, da fragt man gar nicht. Da ist was für mich, also nicht, dass mir die aufbauen gefällt, aber da ist was für mich. Leichenwagen. Also das kann man sich auch leisten, wenn man will. Die Farbe gefällt mir nicht so ganz. Kehrt ja schon schwarz. Ja, die fahren natürlich nicht sehr oft. Obwohl in den letzten drei Jahren jetzt, das kriegt man sicher mehr zum Tun. Naja gut, du musst jetzt denken, der ist 1993 zugelassen worden. Ha? Das sind jetzt auch lustige 30 Jahre. Ja, der wird ja nicht immer Leichenwagen gewesen sein. Der ist mit Sicherheit, weil das ist ein Pollmann-Aufbau, der ist so ab Werk gebaut worden. Genutzt halt. Davon gehe ich auch aus. Was mir nicht unbedingt gefällt, also ich finde Zweifarblackierung grundsätzlich total schön. Es ist natürlich ein relativ neues Modell, wie gesagt, der ist gerade einmal 30 Jahre alt. Was mir gut gefällt, ist die vermeintliche Velour-Dachoptik. Es ist keins, aber es ist so gemacht. Was mir gefällt, was zusätzlicher Stauraum ist, theoretisch ist der Dachträger. Was mir weniger gefällt, ist die Kombination aus Bordeaux, Silber und Schwarz. Also ich hätte eher gesagt, ich würde ihn wahrscheinlich entweder in Silber-Schwarz machen oder nur in Schwarz, aber grundsätzlich... Das Rot finde ich auch nicht passend. Das Zweite, was ich angenommen habe. Ja, er ist eigentlich zu neu und er ist eigentlich zu teuer. Ja. Aber er hat mit dem Dach. Du wirst einfach nur nicht so viel ausgeben, ja. Sag's dir. Drinnen kann er wohnen. Ich wollte nichts ausgeben, weil mir fehlt das Problem. Wie gesagt, ich darf jetzt erst einmal einen Zahn reparieren. Das wird eh wieder frei, weil ich habe ja viel Fest. Der hat gleich die installierte Stoppuhren in zweifacher Ausführung.
Ja, das ist, wir haben ja eh bei der Panzerhang angekommen. Koga und so, und nett. Böser Auspuff. Ja, Sidepipes. Ja. Kannst dann barfuß aussteigen und draufstehen nach der Fahrt? Ja, ich hätte halt einmal gesagt, ist halt wahrscheinlich bei dem Preis einfach nur ein Bausatz und kein Original. Ne? So schaut es dann aus, wenn man mal einen Porsche auf Ratte macht. Ne? Mhm. Der Ratte-Style. Bis jetzt hat es aber gut geklappt. Einmal 15 Uhr, aber kommt schon. Da haben wir auch einen Mercedes in der Farbkombination Schwarz-Weinrot, aber da passt es beim Leichen. Ja, da geht's. Finde ich auch, ja, stimmt. Ja, also Resümee, ich muss im Lotto gewinnen. Resümee 2, die Fahrzeuge stehen alle noch da, die Standeln sind ganz, ganz, ganz rapide beim Abbau. Das heißt, eigentlich schaut, wie gesagt, zum vollen Eintrittspreis. Sonst haben wir da jetzt Lederwaren, da werden wir natürlich auch noch reinschauen, zwecks dem Fetisch. Wir machen heute nur Ware raus. Deutsch. Ja. Ja, besser. Burka. Wo kommst du? Salzburg. Ah, Salzburg. Ja. Also, der ist schon wieder bei den Autos mit den Anschiebehilfen. Wie gesagt, da hat man dann einmal einen edlen Tischfußballtisch. Ne? Und da darf man auch sogar noch rauchen. Das nenne ich auch wieder mal sehr löblich und nicht gar so weltfremd. Ja. Schöne Holzfiguren. Ja, keine Ahnung, wie man das nennt. Da steckt Liebe im Detail. War drin. Auch ein netter Zeitvertreib in Buch Urstein bei meinen Freunden. Ja, da passt auch ein Mensch rein bei dem da. Bring mich nicht auf blöde Ideen. Auch sehr stylisch, der gefällt mir fast noch besser. Viel, viel besser. Es liegt aber daran, dass er halt weniger englisch elitär ist, sondern ein bisschen mehr in die 50er Jahre Ding geht. Ja, und? Da darf man auch rauchen. Ja, also wie gesagt, neben dem gekauften Flughafenhanger mit den Fahrzeugen für jede Stimmungslage ist dann das zur Eigenheimverschönerung neben ein paar Ölkabinetten und ähnlichem durchaus Thema. Wenn ich dich erinnere, du hast keine Momente. Doch, mein Geldbeutel. Ist nicht schlecht. Da sagt der Papa zum Buben, ob er ihn erinnern darf, dass er kein Geld hat. Und dann sagt der Junior, doch, beneidenswert. Nur nicht im arbeitsfähigen Alter und schon Geld haben. Aber der Kanzler hat ja letzthin beinahe gesagt, also nicht direkt, sondern indirekt, dass er Arbeit sozusagen unabhängig, schrägstrich frei macht, hat er sich wirklich erblödet zu sagen. Werde ihm dann irgendwann einmal bei Zeiten erklären, wie das mit Arbeiten ist. Brav. Wenn es der Elvis nicht tut, wer tat's denn sonst? Der zeigt den Bürgermeister und unsere Sachen. Nein, mir ging es da im Moment mehr ums Finanzielle und nicht ums Schwurbelaktion. Es geht eben da mehr ums Finanzielle und nicht um die Schwurbelaktion, weil ich glaube, das habt ihr jetzt nicht gehört. Genau, hat er jetzt auch noch gesagt. Weil die Schwurbelaktionen, die macht man ja eh, weil sonst auch keiner macht.
Na, wie gesagt, wenn man so wie ich zwei Jobs hat und quartalsweise, ich habe jetzt wieder die Aufforderung von der Krankenkasse gekriegt, wieder mal nett einzuzahlen. Ne? Ja, ich habe ausgezahlt gekriegt, weil du einzahlt hast. Genau. Und dann stelle ich halt auch fest, also wenn man zwei Jobs hat, ja, dafür Nachzahlung an Finanzamt und Krankenkasse hat, weil man zu viel Arbeit, und dann stellt sie irgend so ein Piep von einem Piep hin und erklärt den Untertanen, sie haben gefälligst nur zum Arbeiten, weil dann sind sie sozusagen frei und dann können sie sich vielleicht sogar mehr als einen McDonald's-Burger leisten, dann muss ich dem Piep einfach leider sagen, ja, das ist total toll, aber ich verdiene grundlegend jetzt nicht einmal schlecht. Ja. Aber aufgrund der aktuellen Teuerungen und dann so toller Ausflüge nach Deutschland bei momentanigen Spritpreisen im Oktober und dergleichen, und wie gesagt, jetzt noch eine kleine Zahnbehandlung und so weiter, da muss ich echt sagen, da macht das alles keinen Spaß. Ja. Aber ja, wie gesagt, der Piep von unserem Kranker. 600 bis 800 beim Zahn-Eigenbedarf hat man auch, aber die muss ja nicht gut sein, weil es ja fremdverschulden war, oder? Ja, da ist halt die Frage, ob man das mit der Versicherung auch hinkriegt, weil, wie gesagt, ich war ja zu dem Zeitpunkt bereits im Wagen. Du wisst es ja noch nicht, du musst es ja nur teasern, du hast dann Fußball vor ein paar Tagen auf dem Schädel gekriegt. Ja, also genau genommen, es geht ja eigentlich überhaupt keinem was an, aber wenn es der Roman schon erklärt. Ein bisschen Action muss man schon bringen. Sagen, also ich war als braver Fußgänger, wisst ihr, ökologischer Fußabdruck und so unterwegs. Ich gehe ja sehr viel zu Fuß, fast alle Wege, wo ich nicht mit dem Auto unterwegs bin oder nicht mit dem Radl, und das sind relativ viele in der Innenstadt. Schneller als Parkplatz suchen, man zahlt keine Parkplatzgebühren etc. Blablabla. Und da wurde abseits in weiter, weiter Ferne Fußball gespielt und irgendwie waren das keine Profis, also zumindest nicht, was die Zielgenauigkeit anging. Einer hat jedenfalls einen professionellen Kick gestartet, das heißt, der Ball war unglaublich flott unterwegs und hat mir dann auf der linken Gesichtshälfte getroffen, was eine geprellte Nase, deswegen ist die Sonnenbrille halt gar nicht so lustig gewesen, als auch einen gespaltenen Zahn. Ja, da vorne muss da runter tun, sonst sieht man gar nichts. Das machen wir wirklich Fact TV. Ah, ja. Und Spaltmaß. Ja, wie gesagt, der ist der Länge nach gebrochen, und da werden wir halt jetzt, morgen habe ich Zahnarzttermin, da werden wir jetzt einmal schauen, was das nach sich bringt. Und nachdem bei diesem Gesichtstreffer, wie gesagt, auch die Nase geprellt war und dann geblutet hat und dergleichen, hat man wieder noch heute einmal ins Spital gebracht und dergleichen. Das wird einmal frisches Blut produziert, das ist schon nicht schlecht. Das tue ich regelmäßig. Und dann hat man da einfach festgestellt, ja, Gehirnerschütterung, wo ich mir gedacht habe, das fällt in dem Land nicht auf. Da bin ich mit einem erschütterten Gehirn immer noch besser dran als der Rest der Welt. Und ja, jetzt werden wir mal gucken, was das kostet. Also der Oktober ist auf alle Fälle lustig. Werden wir uns also quasi hier keinen Ölkabinett, kein Klassiker und dergleichen mitnehmen. So, und jetzt muss ich wieder Akku wechseln. Das ist schön. Bentley. Ich wollte gerade sagen, das ist ein Bentley. Wir hatten einst sehr viel Spaß. Wir waren vor ganz, ganz vielen Jahren mit dem Gerci auch schon auf dieser Messe. Und da stand auch so ein Bentley-Modell, also nicht genau in diesem Stil, aber halt auch ein netter Bentley. Und der Gerci ist da gleich hingestiefelt und hat da gleich feuchte Träume bekommen. Man konnte einen Kotflügel runter da, man konnte das machen. Also die hatte noch eine geschlossene Kabine. Ich wollte Skeletten draus machen. Nein, und wollte da sozusagen gleich ein Hot Rod-Projekt draus machen. Und der Händler, die hatten da so eine alte, etwas patinierte, abgesteppte, schwere Leder-Couch, so wie so einem alten englischen Salon im Kaminzimmer. Ne? Und der kam und fragte, ob er Interesse hat, und ich habe dem Händler dann nett auf Englisch erklärt, ja, Interesse schon, aber es überschreitet eventuell ein bisschen unsere Möglichkeiten, und habe des Weiteren dann erklärt, außerdem, wenn ich ihm erkläre, was der junge Mann da machen möchte mit dem Auto, dann wäre er da völlig fertig mit der Welt. Und er hat dann gefragt, was, und wir haben dann da nett geplaudert
Und ich habe dann gesagt, nein, kann er sich eh auch vorstellen, so als Hotrod-Projekt. Und der hat das total entspannt genommen. Auch so eine Ledergruppe wie die, die man da jetzt gleich ums Eck sieht, wenn man hinterm Kabuff hatten die eben damals auch. Und der hat dann aber ganz entspannt gesagt, nein, kann sich das eher vorstellen. Nee, also wenn er fremd. Ganz frei nach dem Motto, wenn er das Auto kauft, kann er damit eh machen, was er will. So. Der Rutscher. Du hast das .com vergessen. So, schau, sowas in der Art Ledercouch-technisch war das. So. Ja, also nicht nur Bentley hat ja erhabene Fahrzeuge gemacht, sondern auch Mercedes. Ne? Ja, das hat ein gescheites Gewicht. Ja? Wenn der mal entbrannt losfährt auf dir zu. Ja, aber wie gesagt, allein die Materialien, die man halt einst verbaut hat, ja, also mit diesem Wurzelholz und dem Chrom und dem Leder. Und es ist halt einfach was Blech anderes. Blech hat ja auch nur 3 mm gehabt, ha? Ich hätte mal gesagt, 3 vielleicht nicht, aber auf alle Fälle wesentlich bessere Qualität ja, als heute. Du hast teilweise draufstecken. Ja, nein, aber es kommt jetzt natürlich darauf an, auf welchem Teil. Also ich hätte mal gesagt, durchgehend glaube ich nicht, ohne 3 mm. Aber ja, wird bei mir bimmelt schon wieder. Jo! Na, wir stehen immer noch lustig in Halle 1. Wir nähern uns nämlich gerade dem Ausgang. Das ist also ein bisschen die Modell Red Rod Abteilung. Die hat nämlich auch noch ein bisschen Patina und eine Rennnummer drauf. Außerdem hat er rote Felgen. Also das ist auch schon wieder so eine Nummer. Schon alle geschehen. Ja, weißt du, wie tief du da drinnen sitzt? So aufnimmt, das steht am Boden, die Kamera. Da winkelst du nicht mehr die Knie an. Nein, da hast du eine relativ gestreckte Haltung. Und wie gesagt, das Schöne ist, kein Gurt, keine Kopfstütze, keine Tür. Also wenn du mit dem Ding die Kurven nicht gekratzt hast und gegen einen Baum gefahren bist, dann hat das eventuell schon irgendwie Bedeutung. Aber man hat nachgerüstet, weil eigentlich müsste man bei dem noch Handzeichen geben und man hat ihm schon Zubehörblinker aus dem Motorradzubehör drauf. Der Tank ist auch spannend, ha? Schon wie Raketenhause. Ich darf da sagen, dass das, glaube ich, gar nicht der Tank ist. Die Patrone, oder? Ja, der Tank ist das Ding da, hinterm Sitz. Naja, die Ölwanne. Ich hätte mal gesagt, ich habe keine Ahnung, aber die Ölwanne, oder? Oder hat der Wasser da drin? Nein, weil Wasser wird da hinten Kühlergrill haben. Also ich vermute eher mal, dass das vielleicht zur Kühlung fürs Öl ist. Sozusagen wie Kühlung des Öl. Gibt's ja bei den ziemlich besser aus. Ja bei den Sportwegen heute auch, dass sie einen Ölkühler haben, der ist ja dann meistens vorne unterm normalen Kühler montiert. So mit einem Seil umwickelt. Naja, das ist ein Hitzeschutz. Damit du, wenn du da irgendwo mit Fuß, Bein, Arm nicht sofort komplett die Verbrennung hast. Wo willst du den Arm, den rechten hin tun, wenn du dann Beifahrer huckst, gell? Ja, wobei aufgrund des Platzangebotes da in meiner Größenordnung nicht einmal wissen, wie man da Beifahrer ist. Also ich hätte einmal gesagt, ich nehme da wahrscheinlich Fahrer- und Beifahrersitz allein schon. Schau, da steht der Regenbogen. Ja, ich halte trotzdem fest, der sieht hinten besser aus als vorn. Jetzt ist das, sind die Autos, was ein Elvis taugen. So. Mir gefällt ein schön restauriertes
bunt und schön dargestelltes Fahrzeug. Ja. Aber ich sag halt, bei manchen Modellen, die jetzt nicht so der ultimative Klassiker sind, finde ich es ganz nett, wenn sie sich von der Serie ein bisschen abgrenzen. Ja, und der Rusty lookt auch da allein nur deswegen, weil es damals so einen Polizisten von Abtinau ein bisschen ärgern müsste. Naja, ich glaube, die wollten mich ärgern, ganz ehrlich. Ja, aber du bist ja ein bisschen zurückpfeffern. Ah, na gar nicht. Na, nicht, gell? Tja. 20.000 Kilometer, erst mal. Kein Salzkontakt, kein Winter. Anmeldet werden. 18.000 Euro. Na ja, dann. Der Leichenwagen hat mehr auf dem Dacho gehabt. Das waren 37.000, oder? Ja, gehen wir da, weil da sind wir zuerst gut drin. Ja, durchgegangen sind wir jetzt schon überall. Ja, Clubbruder Reinhard hat damit seine Freude, wenn der Peugeot quasi den Porsche zieht. Ne? Ja, da schau ein MG. Elektromotoren. Die werden jetzt eh schon wieder fertig geraucht haben eigentlich. Ja, wir sind ja da drei Hallen, die Hälfte schon am Ange. Wenn wir dann hier am Parkplatz geparkt hätten, hätten wir nur einen Zehner fürs Parken gezahlt. Also finde ich schon, Messestadt Salzburg. Da weiß dann, warum manch einer ein gebrauchtes Lenkrad für 200 Euro verkauft und warum manch einer für irgendein Nachbauschüttel schon richtig fett Geld verlangt. Also das ist schon ganz spannend. Salzburg ist die Stadt der Hochwohlgeborenen. Naja gut, ich muss dazu sagen, dass nicht der Großteil, aber doch viele Oldtimer-Besitzer, stattliche ältere Herren sind, die schon alles haben und sich dann zur Bespaßung eben ein älteres Fahrzeug, also nicht einen englischen Roadster oder irgendeinen alten italienischen Sportwagen oder eben irgendeinen schönen Amerikaner oder einen alten Benz oder sonst was kaufen, um dann in irgendeiner Form, das haben wir das Außengelände dann aber bald durch, um dann in irgendeiner Form eventuell sozusagen damit ein bisschen an einer Enstall-Klassik und an einer sonstigen Veranstaltung mitzumachen. Die restliche Zeit steht das Auto dann in einer klimatisierten Garage und jetzt packen sie wirklich alle ein. Müssen vielleicht auf der Innenhofseite sein. Und dann gibt es natürlich noch so Spinner wie mich und meinesgleichen, die halt keine Oldtimer, sondern Altblechfahrer sind und als solche halt tatsächlich das ein bisschen anders sehen und damit natürlich auch nicht dieselben finanziellen Möglichkeiten haben. Schreibmaschinen kannst du wieder kaufen, weil du doch eine brauchst. Und das gute alte Telefon. Ja, das können die Jungen auch nicht mehr bedienen halt. Du meinst Wählscheibe, ich bin maßlos überfordert. Die wissen nicht einmal, dass man da vorher abheben muss. So gesehen. So, Schreibmaschine ist sehr schick, hat aber keinen Koffer, gell? Hat einen Koffer. Hat einen Koffer. Da steht da runter. Was sollte das Ding kosten? 60. Aber E-Mail schreiben ist schwierig. Mecher die ja gar nicht, deswegen eine. Frage ich nach einer Schreibmaschine. Nein, ich hätte ja einen Koffer. Den habe ich drunter gesteckt. Ja, einen kleinen Koffer drunter. Wo ist der Koffer? Mhm. Funktioniert noch? Nein, das kann ich da nicht sagen. Braucht man einen Eichel mit unter getestet. Ich wollte gerade sagen, Sie haben vermutlich keinen Zettel, dass man probieren kann. Nein, gar nichts. Also wenn es lange nicht benutzt worden ist, ist es ausgetrocknet. Hm? Ja, wie gesagt, das Problem ist immer mit dem Nicht-Testen. Leider gibt es keine Richtung. Sogar alte Magnettonbandträger verkaufen. Was noch? Und da bin ich mir auch nicht so sicher, ob die noch von der Qualität her so gut sind. Aha, da
konnte man sogar zum Fehler beheben. Ja. Die Erika. Die Erika. Da funktioniert auf alle Fälle mal irgendwas nicht. Das funktioniert. Ja, ja, aber die müsste doch die Spannung sein normal, gell? Ja. Da fehlt die Zuleitung zu dem Teil, oder? Beschädigung. Da nicht durch, oder? Ja, machen wir. Dankeschön. Damit schreibt der Elvis dann seine Flugblätter. Naja, da gingen die Tasten kaum zurück. Ja. Ja, da ist dann. Ja, da ist die Tastenrückkopplung. Da ist 60 Euro nicht mehr aktuell. Nein, definitiv nicht. Nein, die müssen beide überholt werden und das ist mir ein bisschen zu aufwendig. Ist klar, ja. Weil da hängen quasi die Tasten beim Anschlag, das heißt, die gehen nicht mehr gescheit zurück. Und bei dir ist der Spanhebel kaputt. Also das ist als Deckel. Viele nehmen es auch nur als Deckel. Ich wollte gerade sagen, als Deckelstück auf alle Fälle schön. Ja. Aber ich bin tatsächlich so altmodisch und schreibe noch Briefe von Hand mit Wand und Kiel und ich schreibe eigentlich sehr gern auf der Schreibmaschine. Weil da braucht man keine Sicherungskopie. Okay, ja. Und ist auch wesentlich netter vom Sound her, da weiß man noch, dass man was tut. Aber wie gesagt, leider nein. Ja. Jetzt haben wir den nächsten Raucherhof, also wenn es jetzt da nicht steht. Ja, Halle 10 hast du ja gesagt, da sind wir schon wieder vorbei, oder? Naja, das ist vom heilen Zugang. Sie haben ja nur die Raucherplatzmöglichkeiten. Weil das ist ja da 10, ne? Ah, ja. Ja, die Feuerwehr mit Blaulicht. Da riecht es jetzt nach kandierten Zucker. Aha, ja, da werden sie vielleicht doch länger stehen. Ja, sehe ich aber auch keine, ne? Also Gott ist mein Zeuge, ich sehe die Herrschaften nicht und an Gott glaube ich. Nein, ich sehe es auch nicht, aber ich glaube schon an höhere Mächte. Aber ist alles gut. Tja. Das heißt, ich mache jetzt mal eine kleine Raucherpause, meine Damen und Herren, und auch entweiligen diversen. So, dann schauen wir, dass ich uns von zwei Red Bull oder so auf der Treibe, oder? Für das ist nicht. Und ich mache jetzt mal schnell Lungentherapie und da braucht man euch jetzt nicht dazu. Bis dann. Fliegende Bulle ist da. 2 Dosen Red Bull, 9 Euro mit Trinkgeld, weil wir ja nett sind, ein 10er. Dafür kriegt man es lauwarm und verdellt, ne? Also 4,50 für eine Dosen ist anständig. Naja, wir sind in der Messestadt Salzburg. Ja. Man muss halt einfach sagen, eventuell war das Erfolgsrezept Impf- und Teststraße Messezentrum doch nicht ausreichend gut. Die verlangen wahrscheinlich von diesen Köstlichkeits-Wagerl-Trucks und ähnlichem wahrscheinlich eine unglaublich hohe Standgebühr. Und dafür, dass der die jetzt am Sonntag noch reinbringt, bei schönem Wetter und nicht so vielem Publikum, etwas versteckt im Innenhof, muss der halt einfach dementsprechende Preise verlangen. Aber zwar wird die 4 Euro kosten, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich habe bei uns noch nie ein Red Bull gekauft. Also du musst für die Arbeit dann die Getränke auch blechen, sozusagen? Nein, ich trinke bei der Arbeit normalerweise Flaschen Mineralwasser, so 1,5 Liter PET-Flasche. Der Witz besteht darin, wir dürfen keine Plastikstrohhalme haben in der Gastronomie. Wir kriegen aber PET-Flaschen Mineralwasser in Plastikfolientray. Wir kriegen, Cola-Flaschen für Cola-Mix-Getränke.
im Plastik. Wir kriegen die Verpackung, wo die Strohhalme drin sind, die nicht aus Plastik sind, in Plastiksackeln, etc. bla bla. Also ich könnte diese Liste und so jetzt lang und breit fortführen, aber ich denke mal, der geneigte Seher von CryptoTV kann sich's ausmalen. Wir geben auch Plastikbecher bei manchen Events in der Stadt Salzburg, ja, du hast das festgehalten, zu Millionen her. McDonalds, die Plastikdeckeln ja auch noch drauf, sind, oder? Die sind nicht aus Plastik, die sind angeblich aus Maisstärke und okay, sind eigentlich abbaubar. Also da muss ich McDonalds in der Hinsicht. Haben die noch die Strohhalme zumindest? Nein, ich glaube auch nicht mehr. Ich glaube, die haben auch schon Papierstrohhalme. Also ich glaube, McDonald's ist da tatsächlich, wenn man davon absieht, dass McDonald's ein unglaublicher Wasserräuber ist und glaube ich in seinem Raubbau an der Tür für Futtermittel für ihre Rinder und so jetzt nicht unbedingt immer so ökologisch wertvoll waren. Aber ich glaube, die sind ja ganz gut. Aber um das ging es auch gar nicht, sondern es geht darum, dass es mich schon schreckt, dass man, wenn man 9 Euro ohne Trinkgeld für 2 Dosen Red Bull Salt, eine zerdörte und eine unzerdellte kriegt, in einem mäßig gekühlten Zustand. Ja, mit dem Pfand wäre es in Deutschland mit zerdellte Dosen schon wieder schwierig, haben wir letztens festgestellt. Die Scannummer könnte man wahrscheinlich. Ich brauche den Strichcode, damit es in Deutschland dann das wieder zurückgeben kann. Ja, du hast es jetzt richtig gesagt, es geht da um einen Strich und irgendwas mit Code. Ich weiß, ich habe heute schon wieder unglaublich viel Fäkalsprache und ich bin heute schon wieder total unangenehm. Aber ich trage ein biologisch unverfänglich, kritisch zu beäugendes Plastiksackerl mit mir rum. In der bedenkenswerten Farbe schwarz, das hat allerdings nichts mit Politik zu tun. Und ich habe da drin, der Roman hat es eh schon festgehalten, unter anderem auch total nicht queere Sachen und so. Also ja, es ist ganz, ganz, ganz böse. Und wie gesagt, der Südstaatenflagge habe ich auch noch irgendwo dabei. Also ich glaube, mit dem Sackel könnte man eigentlich schon eine Frau Gehwessler zur Verzweiflung bringen. Das habe ich ja schon mal erwähnt, aber in dem Video kann man es nochmal machen. In Italien wurden ja Plastiksackerln, die Sackerln sind ja mit Henkel, verboten und haben dann dafür Plastiktüten eingeführt, ohne Henkeln. Ja, das ist so wie mein Plan, wenn das mit dem privaten Individualverkehr mit dem Automobil verboten wird oder nicht mehr leistbar ist. Dann gehe ich einfach her und kaufe mir diesen mattschwarzen Lamborghini-Traktor mit diesen kurzen Auspuff. Und brennst alles nieder, links und rechts. Na, da geht es weniger ums Niederbrennen, aber ich habe mir dann einfach gedacht, ja, sie haben mir das Auto verboten, ich fahre dann einfach meinen Hotrod-Traktor. Ja? Ja, und beim Bauer holst du noch den Suling-Tank ab. Du meinst das Güllefassel hinten? Genau. Da. Das wird auch noch sinnvoll genutzt von manchen Bauern. Nicht von österreichischen zwar, aber belgische habe ich schon mal gesehen, haben es gemacht, gell? In Frankreich glaube ich aber auch. In Frankreich haben sie es gemacht, in Belgien haben sie es gemacht, in den Niederlanden generell, also in Benelux und Frankreich haben die Leute ja ein bisschen mehr Courage. Wie gesagt, im Moment fällt den deutschen Courage und österreichischen Behörden ja ein bisschen am Kopf, dass man ja vermeintlich irgendwelche Demonstrationen gerade gar nicht so gut heißt, wenn man sie plötzlich als antisemitisch empfindet. Aber man ist dann im Moment halt etwas überfordert, da quasi Einhalt zu gebieten, weil wie gesagt, da handelt es sich halt um keine Österreicher. Ja, Stichwort. Du bist fertig. Gut, Stichwort nämlich, antisemitisch, Belgien und so. Ich meine, in der Nazizeit haben wir die Arschlöcher mindestens 8 Millionen Menschen in den KZs umgebracht, schätzt man so ungefähr, oder? Ich glaub, man redet von gut 7 Millionen, muss man mitrechnen. Ich hätte mal gesagt, es war ein riesengroßer Genozid, ja, der sich eigentlich nur noch durch den schwarzen Holocaust, durch den amerikanischen Bürgerkrieg und die Taten der diversen kommunistischen Regime hervortut, aber nachdem man ja in Österreich immer noch ganz legal und sogar mit reger Zulauf im Moment eine kommunistische Partei haben darf, wollen wir uns jetzt darüber gar nicht weiter ereifern. Doch, eine kleine Spur, weil ich möchte wieder auf Belgien zurückkommen. Belgien hatte ja damals, es gibt ganz kurzes Bimmelt. Jupp! So, zurück nach Belgien.
In Afrika gibt es ja zwei Länder, Kongo und daneben demokratisches Kongo. Und es wurde aber einst eine Kolonie von Belgien noch vor der NS-Zeit. Die hatten auch schon KZs eingerichtet. Wie viele Menschen in Kongo glaubst du, haben die damals umgebracht in den KZs, die Belgier? Muss ich ganz ehrlich gesagt gestehen, ich weiß, dass das Zaire einstmals Kolonialmacht oder ein Kolonialstaat war. Ich habe aber keine Ahnung, wie hoch. 100 Millionen. Belgische ist auch ein Königreich, hat sich jetzt erst vor kurzem dafür entschuldigt. 100 Millionen Kongonesen aus demokratischem Kongo haben sie damals in den KZs vernichtet. Ich stelle mir die Frage, ob das populationsmäßig möglich ist. Es ist siebenmal größer wie Deutschland, dieses Land. Ja, na, ist aber trotzdem nicht so dicht besiedelt. Du musst das denken, natürlich, Deutschland hat halt 80 Millionen. Aber das ist verbrieft und versiegelt. 100 Millionen. Nein, also wie gesagt, ich meine generell, wenn man sich den schwarzen Holocaust anschaut, also das, was man da in Amerika, Zeiten des Sklavenhandels East India Company, USA und so weiter gemacht hat. War 50 Jahre mindestens die Zeit, oder? Wie lange war das von dem Zeitraum her? Ich glaube, dass die Sklaverei mit Schwarzen grundsätzlich durchaus einmal so lang gelaufen ist. Ja, durchaus. Ich hätte sogar gesagt länger. Na, bis zu den Mitte 60er Jahre hatten die auch nicht viel zum Loch in den Südstaaten. Da ist einmal schnell einer auf dem Baum aufgeknüpft worden. Naja, wie gesagt, da war halt offiziell zwar die Sklaverei verboten, aber man hatte halt noch die Rassetrennung, die man damals halt wirklich bis in die 60er Jahre, ich zitiere da dann das... Da sind sie. Naja, da schau, man hat sie ja wiedergefunden. Von da eine Platz ist... Ja, unbedingt ist kein Interview, wir haben uns nur gerade über den schwarzen Holocaust und Plastiksackeln unterhalten. Und dass man hier für 4,50 Euro eine Dose Red Bull kriegt, zerdellt und warm. Also hohe Gastronomie. Und? Habt ihr es euch gesehen? Ja, Alter, ich war abgefahren. Ja, kauft da. Es wird aber Zeit. Jetzt bin ich gespannt. Wer kauft sich den Hot Rod Traktor? Also ich muss sagen, ich hätte mehrere Wagen gefunden, aber ich bin bei alle drauf gekommen. Es ist alles sehr schön, aber es ist auch alles sehr teuer. Ah, mein 7000 Kette. Jetzt bin ich gespannt, was er da hat. Das ist ein Ford. Ich habe mich leider nicht voll abfotografiert. Aber goldene Scheibe. Und violette Flames, schon alles fix fertig. Das Ding ist ja der Dekadent. Den schauen wir uns dann nochmal gemeinsam an. Da ist nichts zum Schauen mehr, Alter. Nein, ich will mir nur anschauen. Ich will Knick kaufen. Da geht da einer an. Schiebedachel ist überbewertet. Ja, wenn man keins hat. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, danke. So, da wird jetzt zusammengeräumt. Das werden wir uns dann auch verflüchtigen und schauen uns noch ein paar andere geile Karren an. Ne? Da haben wir eine kleine Limo. Also da sind die Autos versteigert worden da drinnen. California-Ausführung von Volvo. Da ist er. Ja, schau. Ja, schön. Ja, schön, oder? Wow. Da stört es Violette überhaupt nicht, gell? Schau, schau, schau. Super Kombi hörst. Super geil. Die Scheibenwischer haben bei dem Foto gut ausgeschaut. Thank you.
Die machen einen Sound, das sag ich auch. Da vibriert die, das hängt, das sag ich auch. Ja, das ist wirklich ein DJ-Mischpult. Aber was der mit der richtigen Musik stört, das auch nicht. Da hat er sich schon niedergelegt. Wie schaut es aus im Kittel bei dem Traktor? Hier ist jetzt schon wieder vorbei, glaube ich. Jetzt wird es ein Jahrenstau. Wieso? Ja, das darf er schon weggenommen. 40 Jahrenstau stehen. Das gibt es ja gar nicht, oder? Ja, schau, alles gibt es. Den hat er in der Garage hier zum Partei anspritzen drinnen mit Pickel und Kleister und mit Fetten und drüber gespachtelt. Ja, ja. Das Pickel kriegt er. Also der Schnüffel kriegt er. Achso, hast du noch mehr als solche Stehleute, oder was? Ja, das finde ich super. Meister lieb. Ja, einen Chevy hast du auch noch. Was hast du denn für einen Chevy? Achso, der. Das hat sich ja voll die geilen Hund, Alter. Ja, hey. Das gefällt mir. Das ist eine super Sache. Du! Jetzt pass einmal auf. Ey, es wird nicht schwierig, dass ich von dem, weißt du, ich muss mir einmal anschauen. Weißt du, ich kann jetzt von der Stange nicht runterreißen, weißt du? Weißt du, passt das eh, oder? Ja. Nein, ich tue nicht, ich lange nicht zu viel mehr an, weißt du, ich bin ja wieder kein Wahnsinn. Okay, alles klar. Passt an, schönes Ehres. Der Sackhübel ist seit 40 Jahren nicht angeholt, ja, oder was? Ja. Das ist halt schon brutal. Warum lackiere ich ein Auto neu und baue mir da so eine Elektroanlage rein? Der gehört auch rein, ich bin noch Wusche. Dass der in den Tag ist, weißt du? Ja, schon, aber wenn ich heutzutage so eine Anlage einbaue, ich meine, dann kann ich mich quasi jetzt nicht angemeldet Auto am Parkplatz setzen und mit der Anlage ist die Batterie 3 Minuten mehr. Gut, du hast nicht eigentlich richtig. Also, theoretisch sage ich mir so ein Auto, passt schon, dass das auf die Straßen stößt. Ich hätte eigentlich gemeint, ob ich ein Sonntagsauto nichts verkauft habe oder gezogen, weil so viel andere Kühe. Ich meine, du weißt ja, das Auto Ausringkatalog ist groß, gell? Egal. Also ich halte mal das Auge klasse. Fräulein, du musst es leider. Ich wollte das DJ-Pult drauf. Oder zu bezahlen, wie ein Geisteskrank. Ja, die Lackierung beim Motor ist ja auch steil, gell? Ja, naja, das ist dieselbe Lackierung, die er da hat. Das Schöne ist, er sieht tatsächlich verdrückt aus. Bisschen, was ein bisschen lustig ist, ist die Elektrik, die er da eingebaut hat. Ja, aber gut, weißt du, das war da oder zusammenzwirren. Ich würde den Hunder müssen, ne? Das ist gar wieder gar nichts. Ja, das ist, hätte ich doch bitte den Luftfilter auch schwarz lackiert und hätte Flammen aufgemacht. Da ist ihm der Lack schon ausgegangen, weißt du? Dann hätte ich da das grüne. So ein Schlitten. Scheiße. Hätte ich den grünen Ventilator da vorne mit lackiert. Ja. Hätte da Flammen aufgemacht. Also Tropfen tut er ja nicht. Ne? Ja, da.
Da tropft er halt ein wenig, gell? Da tropft er ein wenig. Ja, da schwitzen tut er sicher. Da träumen wir zurück. Da wurde eh schon ein paar Dinge reingekommen, ne? Du musst da schauen, wie es um die Ersatzteilversorgung ausschaut. Das ist auch wieder wahr, weil Opel hat halt das Problem, dass Opel 8 Jahre nach Auslaufen des Modells die Ersatzteilproduktion einstellt. Das ist die englische Schwesterfirma von Opel. Mhm. Das heißt, die kennen, weil die Engländer anders drauf sind wie die Deutschen, vielleicht da länger was gebaut haben. Vom Interieur ist er gut, wenn du heutzutage sagst, Birnl, Lampel, Sicherungen ja, und so weiter kriegst. Aber wenn du natürlich jetzt sagst, rein theoretisch, es geht um irgendwas. Der durfte nur am Mittwoch fahren. In den 70er Jahren bei der Ölkrise konnten Autos nur Dienstag, Mittwoch, Donnerstag fahren, wenn sie dieses auf dieser Plakette. Er durfte am Mittwoch nicht fahren. So schaut es aus. Genau. Dieser hier. Wenn die stehen würde, dann hätte er am Dienstag nicht fahren dürfen. Und so weiter und so fort. Das war die grüne Farbe? Nein, das war nicht die grüne Farbe, aber das war das Modell, von dem ich sprach. Allerdings mit anderen Folgen. Aber, wie gesagt, grün war damals echt ein Ding. Oh, und dann braune Türverkleidungen aus Plastik. Kaffee, Mann. Spannend. Da hat er auf alle Fälle schon mal ein bisschen Lack zum Hochbessern. War 96 PS. Ja. Ich hab den damals mit 120 PS gehabt. Genau, das ist hier verwalten, genau. Hoch. Das ist ein bisschen brach und ein bisschen bunt. Das ist 1978er Disco. Original. Ja, ja. Und gleich zwei Wackelkarten. Naja, die Hunderblumen kannst du eigentlich auch dran haben. Rein praktisch gesehen.
weil die ist eigentlich fertig mit der Welt. Maßgeschneiderte Schonsitzbezüge drin, das heißt, die Bank drunter ist wahrscheinlich auch schon im Arsch. Was aber theoretisch, solange du die Federn nicht in denselbigen druckt, wurscht ist. Ein Eco-Schiff, da hat er mal auf alle Fälle drin. Ja, da sind sogar schon die Schonsitzbezüge am Durchwetzen. Nein, du siehst nicht auf der Kederkanten, dass du reinschaust, also, da wetzt schon den Bezug durch. Der wird wahrscheinlich sonnenbedingt, wenn der draußen gestanden ist und durchsetzt, dass er die Sonne aufgebrannt hat. Aber er hat schöne Folgen. Weil die Erstlack ungeschweißt, seltene Originalfarbe. Also so selten ist die nicht, weil ich glaube, die haben die Dinger alle in Grün gebaut damals. Wie gesagt, mein allererstes Auto war der eben auch mit einem 2,5. Aber das war glaube ich 2,4 Liter, und ich glaube, die haben das. Ist das ein schlecht gemachter 29er, ist ein 23er? Vielleicht sollte man mal einen Wiener Polizisten fragen. Die haben ein Handy dabei, die können das dann eruieren. Eine Meile sind 1,6 Kilometer roundabout. Und 180 ist auch geschrieben. Das heißt, wenn man jetzt 180 mal 1,6 rechnet, dann hat die eine unglaubliche Endgeschwindigkeit theoretisch. Ich meine, natürlich wird man da sagen, 20 oder 30 Meilen sind genauso wie bei den meisten Europäern, wo der Tacho ein bisschen länger sitzt, aber. Du fährst der Highway Patrol davon, ne? Das ist schon. Er fährt wohl im ganzen Maschinenwerfer sein. Also vom Öl, und dann hat er da halt darüber gesagt, das geht nicht. Ne? Dann hat er den ganzen Scheiß nochmal auseinandernehmen können, das nicht gemacht, dann ist er in Oberösterreich gefahren und hat er ja so in so eine Tasche im Himmel So, wir verlassen die heiligen Hallen. Wir machen jetzt nochmal einen alten Kalauer. Da haben wir jetzt quasi elektronisch, wo man hinfahren muss. Da ist ein rotes X, dass man nicht gegen die Einbahn fahren darf. Für alle, die es noch nicht wissen, im Moment gibt es irgendwelche linken Gutmenschen,
die erklärt haben, also die neuen Rechten sind ja jetzt die, die quasi irgendwelche zweideutigen Emojis verschicken, beziehungsweise das rote X ist ein Synonym für das Hakenkreuz. Also damit ihr es wisst, das Salzburger Messezentrum hat da elektronisch ein gefaktes Hakenkreuz montiert. Und für alle, die jetzt glauben, dass ich da schwurbel, nein, tatsächlich gibt's bei Report 24 einen Bericht darüber. Der Thomas Breit hat auch, ich erwähne es nur, wir werden es nicht verlinken, könnt sich selber was suchen, wie gesagt, bemerkt, dass jetzt im Moment quasi der Verfassungsschutz in Österreich, also wie heißen die jetzt, früher war es BVT, wie heißen die jetzt, ja ihr wisst schon, dass die halt da jetzt quasi gewarnt haben, ja, neue Gefahr von rechts, die verschicken jetzt zweideutige Emojis. Also ich glaube auch, die Welt ist in Gefahr. Nehmt bloß nichts an, wenn irgendwo ein Scheißheiferl-Emoji, ein braunes dranhängt, weil das könnte brauner Terror sein. Ja, damit hätte ich jetzt gesagt, drauf geschissen. Einmal mehr Messetag, der Müll geht über. Und wir schlendern jetzt als Fußgänger zu unserem verbilligten, nämlich kostenlosen Seitenstraßenparkplatz, halten noch die nette Sendeantennenanlage fest. Am Schneidersgebäude grüßen und dann fahren wir zu Susi Steiner. Ah, übrigens, ich bin mir noch gar nicht sicher, ob das mit dem Plastik, wenn wir da vorher bei den Strohhalmen waren, so hochwertig ist, für, aber egal. Nur fürs Kurkackerl gibt es kein Sackerl. Naja gut, in Wien haben sie für die Fiaker hinten diese Ding, dann haben sie über Windeln geht. Also wie gesagt, wir lösen die wirklich wichtigen Probleme der Welt. Frei nach dem alten Kalauer, lustig Hammers. So, damit hätte ich jetzt einfach gesagt, genug der selbstverliebten Worte. Viele schöne Autos, viele unleistbare Autos, ein paar leistbare Autos. Vielleicht hat der Club bald einen neuen mobilen Zuwachs. Also während man quasi darüber redet, die Verbrennungsmotoren auszuschalten, den V8 nicht mehr produziert und da zunehmend in Richtung E-Mobilität bzw. letztendlich dann nur noch irgendwelche Carsharing-Projekte und ähnliches zu gehen, also gar kein Individualverkehr, was natürlich auch Fake News ist. Ja. Machen wir es vielleicht genau konträr und ein Clubbruder kauft vielleicht das eine oder andere nette Vehikel da und ja, der Roman wird es festhalten, wenn sich was Neues auf der Straße tut. Wir fahren jetzt einfach einmal auf ein bisschen amerikanisches, biologisch wertvolles, gesundheitsförderndes, aber auf alle Fälle leckeres Fingerfood zu Susi Steiner. Da ist nämlich heute keine Rocking Diner Festival Geschichte. Das heißt, wir dürften heute mit vernünftiger Standardmusik, sprich Rock'n'Roll, beschallt werden. Werden uns da Burger oder was auch immer in die Figur stellen, weil wir ja bekanntlich Wutburger sind. Und Strohhalme sind aus Glas. Und das kommt dazu. Und wie gesagt, wir als alte Wutburger werden da jetzt einfach auf den Burger fahren, nicht vor McDonald's, weil wir müssen ja nicht immer alles machen, was der Kanzler vorschlägt. Und in dem Sinne hätte ich gesagt, schaut der Roman wieder ein, wenn es irgendwo Spannendes gibt. Ich schließe einstweilen mal mit ganz, 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 ganz viel Liebe. Weil ich glaube, den Spaziergang haben wir jetzt, das ist kurz vor 18 Uhr, versäumt und da verhalten wir uns jetzt unauffällig, weil ich habe ein Hemd mit einer 13 und da hinterm Hausbetreuungsauto vor die Mülltonnen, also man muss das, weiß ich, da liegt der Socken, da, also vor den Entsorgungscontainern steht. Es darf nichts Gefährliches sein, weil es nur ein Auto ist. Aber es steht trotzdem die Staatsmacht da. Und ihr wisst, der Roman hat es halt eh schon gefilmt von hinten. Ich habe da wieder eine 13 oben. Also ich verhalte mich da jetzt ganz, ganz unauffällig. Bevor eventuell auch in der Kulturstadt dann noch wer auf den Trichter kommt, zu ermitteln.
Und damit jetzt wieder zurück zu ganz viel Liebe. Das ist auch ein Exempel, den ersten Buchstaben, die schaut so aus.